Diese Folge wird dir abermals präsentiert von brickmerch.de, der Lego-Set-Preisvergleich für Sparfüchse. Auch in der Cyber Week hilft es dir, den Durchblick zu bewahren. Besten Preise mit Preisalarm, nur das, was dich interessiert, direkt auf dein Handy, ohne Stress. Stress können wir gar nicht gebrauchen. Lehn dich zurück, mach dir ein Käffchen. Los geht's. Herzlich willkommen beim Spielwareninvestor. Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy Invest und dem stärksten Lego-Podcast des Universums. Dies ist der Heimatplanet von volljährigen Kindern, junggebliebenen Erwachsenen und seriösen Investoren. Sagt Hallo zu galaktischen Renditetipps, entspannten Nerd-Talks, brandheißen News und unterhaltsamen Einblicken. Dreht eure Kopfhörer auf Anschlag und transformiert euch in erwartungsvoller Zuhörer, denn jetzt geht's los. Herzlich willkommen zum Spielwareninvestor-Podcast. Und es ist mal wieder Zeit für unsere ungefähr allmonatlich stattfindende Team-Talk-Runde mit dem wundervollen Titel Let's Talk About Sets. Let's talk about sets, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about sets. Ja, mit mir heute hier. Ich glaube, es wird erwartet, dass wir hier in der großen Corona sitzen. Aber aktuell sind wir ganz gemütlich unterwegs. Bei mir hier sind der Jonathan und der Kevin. Hallöchen. Hi. Ja, wir sind nur zu dritt, obwohl es die große Black Friday Projekt 1000 Auswertungs- und Präsentationsfolge ist. Das ist etwas, was mich auch nicht glücklich macht, dass dieses Jahr die Beteiligung nicht ganz so groß war. Der Lars kommt auf jeden Fall noch dazu. Und ich glaube, der Robert wird uns auch noch beglücken. Aber ansonsten, ja, sind mehr oder weniger plausible Ausreden im Team ja geäußert worden, warum man es nicht schafft, an diesem Projekt 1000 teilzunehmen oder am Podcast teilzunehmen. Ich werde mich jetzt nicht in Wehklagen verlieren, aber ich möchte es an der Stelle doch zumindest einmal gesagt haben. Ja, schade, diese Vielsprachigkeit, gerade bei dem Projekt mit verschiedenen Strategien, hat, glaube ich, immer einen großen Unterhaltungswert geboten. Insofern müssen wir das heute zu viert stemmen und hoffe, dass wir unsere Sache da auch gut machen werden und dass die Zuhörerinnen und Zuhörer trotzdem ja, gut unterhalten werden und ja, vielleicht noch den einen oder anderen strategischen Gedanken da mitnehmen können oder abgleichen können. Und vielleicht gibt es ja auch Leute, die so ein bisschen inoffiziell mit unseren Spielregeln mitgespielt haben. Genau. Bis der Lars kommt, machen wir eine ganz normale Let's Talk About Sets-Folge. Freue ich mich auch tierisch drauf. Es gab nämlich sehr, sehr viele Neuvorstellungen, dazu gleich mehr. Aber wir starten wie immer mit das Leben und ich, also mit ja, einem kleinen Talk über Dinge außerhalb des Lego-Universums. Ja, wer möchte denn da mal beginnen? Ich wollte zuerst mal hinweisen auf die Minifigur des Jahres. Ich muss einfach mal vorgreifen. Der gute Thomas hat ja mal wieder die Minifiguren-Aktion gestartet. Es durften viele Freunde des Spielwareninvestor-Universums Minifiguren einreichen. Und natürlich eben auch wir als Team durften ein paar Minifiguren einreichen. Soweit ich weiß, ist keiner von euch beiden bis jetzt draußen, oder? Ich bin noch drin. Ich habe keine eingereicht mal wieder, weil ich es mal wieder verpeilt habe. Ja, traurig. Ich meine, ich wollte jetzt eigentlich mich auch beschweren über die Abklemmerei beim Projekt 1000, die schon spektakuläre Ausmaße angenommen hat. Aber ich muss auch ehrlich sein, ich habe ja auch es in diesem Jahr recht wenig geschafft, hier vorbeizuschauen. Aber umso mehr freue ich mich, dass ich mal wieder dabei bin, was ja schon großen Spaß macht. Und mir macht auch die Auswertung und die Durchführung von dem Projekt 1000 ordentlich Spaß. Ansonsten bezüglich das Leben und ich, Plätscher des Jahres so langsam wieder dem Ende entgegen, war auf jeden Fall für mich persönlich wieder ein wildes, volles Jahr. Ich bin jetzt aber auch langsam an dem Punkt, wo ich sage,
jetzt ist es auch gut, jetzt kann dann auch mal Weihnachten kommen und der Jahresausgleich, Ausklang und alles ein bisschen ruhiger werden. Mal gucken, ob es das auch wird. Ich meine, ruhig wird es bei uns eh nicht. Wir haben ja drei kleine Kinder, die sehr aktiv sind und uns gut beschäftigt halten, aber letztendlich ja, ein bisschen runtergehen mit dem Tempo nach einem wirklich aufregenden Jahr wird mir, denke ich, ganz gut tun. Das heißt, keine Projekte mehr jetzt bis Weihnachten? Ich versuche es zu vermeiden. Ja, mein großes Projekt dieses Jahr habe ich, denke ich, ganz gut durchgezogen, dass ich mein Gewicht mal ein bisschen in den Griff kriege. Bin ich recht glücklich drüber. Ansonsten, das versuche ich aufrechtzuerhalten. Und ansonsten Projekte brauche ich jetzt, glaube ich, erstmal die nächsten paar Wochen gar nicht. Klingt gut. Jetzt kommt ja die stressigste Zeit des Jahres, Weihnachten. Da sind wir ja alle froh, wenn die Zeit vorbei ist, denke ich mal. Wartest du schon auf den Weihnachtsmarkt dieses Jahr? Ja. Sehr schön, das war nämlich auch ein Teil von das Leben und ich, den ich berichten wollte. Ich war gestern beim Weihnachtsmarkt oder auf dem Weihnachtsmarkt, habe mir da lecker Sachen angeguckt und lecker Sachen getrunken. Also mein Abendessen bestand aus Flüssignahrung, war sehr schön. Es hat nicht geregnet, es war leicht kalt. Es war mal wieder richtig schön, mit Arbeitskollegen dahin zu gehen. Fand ich richtig, richtig gut. Ja, kann ich bestätigen. Ich war in Mainz auf dem Weihnachtsmarkt, der, also abgesehen davon, dass der sehr schön ist, es war am Montagabend, glaube ich, und es war so schön, so dass man das Gefühl hat, es sind viele Leute unterwegs, aber so, dass man sich nicht anrempelt. Mhm. Also es war überhaupt kein Geschiebe und Gedrängel und so. Klar, du musstest bei den beliebten Buden halt ein bisschen anstehen. Aber es war, wie du schon sagst, es hat nicht geregnet, es war kalt, es war nicht so voll, es war wirklich angenehm. Und der Mainzer Weihnachtsmarkt, also ich bin immer nicht so jemand, der da gerne so stundenlang irgendwie rumsteht. Also ich gucke mir einfach gern so das Treiben an, schlender da so ein bisschen durch, bisschen, sorry, weihnachtliche Musik und so im Hintergrund. Ich brauche einfach meinen Kinderpunsch und ich brauche halt irgendwas zu essen, einmal herzhaft, einmal süß. Und in Mainz gibt es auf dem Weihnachtsmarkt einen Baumstriezelstand und das ist so meine Lieblingsjahrmarktsüßigkeit. Und ja, da habe ich zugeschlagen und das war gut. Also wir freuen uns ja dieses Jahr am Weihnachtsmarkt tatsächlich auf, wir haben es gesehen da beim Aufbau schon, da gibt es einen Käseleib oder Nudeln aus dem Käseleib, die werden dann im Käse geschwenkt, da freue ich mich drauf und wieder auf ein leckeres Langosch tatsächlich, unabhängig davon allerlei Süßigkeiten, die es da gibt, beziehungsweise auch Stände mit Süßigkeiten, aber wir machen es genauso, wir holen uns was Würziges und was Süßes und dann eben noch was Leckeres zu trinken dazwischen. Und da kann man es schon aushalten. Und am Wochenende ist immer so voll, das macht keine Freude, wenn ständig dich jemand am Rücken boxt oder an der Schulter. Unter der Woche ist richtig angenehm, wenn man das verbinden kann. Finde ich gut. Und wir haben zudem noch einen mittelalterlichen Weihnachtsmarkt, so mit Show, mit Bühne, mit Feuerschlucker, mit überall so kleinen Feuerchen zum Aufwärmen. Da gehen wir auch nochmal hin dann dieses Jahr. Da freue ich mich auch sehr drauf. Ist euch aufgefallen, egal welcher Getränke- oder Essensladen, jeder, aber auch wirklich jeder Laden hat irgendein Essen im Dubai-Chocolate-Style. Und nein, das ist bei so, uns nicht. Also das war wirklich abartig. Es gibt den, was weiß ich, halbe Meter Dubai-Bratwurst, Dubai-Churros, Dubai-Crepe, Dubai, ach Gott, das ist ein... Also ein Hype, den ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Zum einen, weil ich nicht der größte Pistazienfreund bin. Zum anderen, weil ich, wenn ich Schokolade essen will, esse ich Schokolade. Also einfach so ein Stück Schokolade und nicht irgend so ein Killefitz mit Erdbeer-Chili, was weiß ich nicht was. Also ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Also ich habe das nicht wahrgenommen auf unserem Weihnachtsmarkt. Aber ich verstehe dieses Phänomen tatsächlich auch noch nicht so ganz. Ich habe jetzt noch keine Dubai-Schokolade probiert, weil gibt es ja nirgends. Aber von der reinen Spezifikation her muss ich sagen, könnte ich schon mir vorstellen, dass es ganz lecker schmeckt. Aber warum da jetzt die ganzen Kinder ihre Eltern nötigen, dass sie sowas beschaffen müssen und oder es sogar selber machen, also der Grund für den Hype, das habe ich noch nicht so ganz durchdrungen. Ja, keine Ahnung.
Wenn es sich mal, wenn es sich mal gelegt hat und die Dubai-Schokolade wieder für 2,99 irgendwo im regulären Sortiment zu finden ist, dann werde ich es sicherlich auch mal ausprobieren, und dann endgültig zu evaluieren, ob es vielleicht doch lecker oder einfach nur Wohlstandsverwahrlosung ist. Es hat ein typisches Influencer-Produkt. Ein wird gehypt, ist toll, Leute rennen hinterher und kommen dem nach. Ich habe jetzt aber auch nichts auf dem Weihnachtsmarkt entdeckt bis jetzt, was so diesen Anschein hatte. Ich bin auch froh, wenn ich dem Hype entgehe. Ich brauche mal eine schöne Bratwurst und fertig. Ihr erinnert euch ja noch, dass ich euch ja auch geinfluenced habe. Nur ich habe halt nicht die Reichweite. Deswegen wäre es mal ganz interessant, ob vielleicht jemand aus unseren Zuhörern kommt jetzt wieder schon, die Wurst im Hype. Ja, der Wurst-Rap. Ja. Und das ist nämlich, wenn man da mal so ein bisschen ein Auge für etwas hat, dann bekommt man auf Instagram auch verschiedene Rezepte angezeigt, die auch so ähnlich sind. Und es gibt so viele tolle, einfache Rezepte, wie man einfach mit einer Bockwurst was Schönes zaubern kann. Kann ich nur jedem empfehlen. Der Wurst-Rap wurde belächelt, aber er hat sich durchgesetzt. Nun ja, ich brauche meine Bockwurst und meine Fritten mit Käsesoße und Jalapenos drauf, dann bin ich happy. So. Oh, jetzt haben wir nur über Weihnachtsmarkt und Essen gesprochen. Ist sonst noch irgendwas Interessantes passiert? Ja, ich habe mal wieder ein Fußballspiel besucht. Ich war beim KSC gegen Münster in der zweiten Liga. War mal wieder ein, also ergebnistechnisch nicht ganz so befriedigendes Spiel für den KSC hier tatsächlich. Aber es war mal wieder schön, im Fußballspiel zu sein. Und das ist ja nichts Besonderes, im Fußballspiel zu sein. Aber ich war schon ewig nicht mehr in der ersten Reihe auf der Gegengerade. Wirklich direkt Angesicht an Gesicht eben zum Fußballspiel oder zum Gegner. Richtig, richtig schön. Das hat mir wieder richtig Freude gemacht. Ein schönes Bratwurstbrötchen oder Frikadellenbrötchen. Das war richtig nett. Da kann ich mich nicht beschweren. Das war mal wieder so ein Stück einfach abschalten. Ein Stück normales Leben. Und der Robert ist da. Apropos zweite Liga, der Robert ist da. Die Fortuna, ja, die ist wieder da. Grüßt euch. Hi, grüß dich. Füße hoch, da kam tief. Darf ich hier auf den roten Knopf drücken, Lambo? Oder? Nein! So. Ja, wir sind gerade bei Das Leben und ich und haben erzählt, was wir uns schön am Weihnachtsmarkt reingeballert haben. Und Kevin hat erzählt, dass er mal wieder ein Fußballspiel im Stadion geschaut hat. Achso, ich dachte auf den Weihnachtsmarkt, okay. soll ich direkt übernehmen hier? Oder? Ja, was passiert gerade so in deinem Leben, außer halt von Lego? Ja, Thema Weihnachtsmarkt. Ich habe dieses Jahr das erste Mal Eierpunsch getrunken und habe da direkt Gefallen dran gefunden. Also ich bin nicht so der Weintrinker. Ich glaube, ich sattel um. Ansonsten hast mich jetzt auf den falschen Fuß erwischt. Ich dachte, ich kann euch erstmal zuhören und mir noch was überlegen. Hier gibt es keine Gnadenfrist. Ja, danke, danke, danke. Wenn es zu spät kommt, der Herr Lehrer hat gleich zugeschlagen. Ja, wir haben schon total abgerantet, dass so viele Leute nicht beim Projekt 1000 mitgemacht haben. Na, habt ihr mich schon bloßgestellt hier? Naja, also ex negativo. Also wir haben nur gesagt, dass nur 4 Leute teilgenommen haben und du gehörst leider nicht dazu. Ja. Was ist denn deine Ausrede, Robert? Meine Ausrede, dass auf der Arbeit so viel los ist und das hat tatsächlich politische Hintergründe. Der Herr Lauterbach und Co. sind schuld. Ich bin ja in der Medizinbranche unterwegs und wir dürfen jetzt, weil ja keiner irgendwas beschließen möchte, bestimmte Produktgruppen nicht mehr verkaufen und da ist gerade viel Trubel bei uns. Da hatte ich nicht so viel Lust und Zeit, mich noch um andere Dinge zu kümmern nach meinem Feierabend. Ja. Klingt zumindest, also es wird als Ausrede nicht akzeptiert, aber klingt zumindest recht hochtrabend. Ja, ich könnte jetzt Danke Merkel oder sowas sagen, ne? Das war ja früher der Klassiker. Nicht vollends plausibel, aber... Ja, ich kann jetzt einen Fachvortrag über Medizinprodukte halten, aber ich glaube, das interessiert ja keinen. Auf Anfrage, wenn es jemand interessiert, dann schreibt bitte in die Kommentare. Ja, dann wird Robert euch persönlich eine Advents-E-Mail schreiben und den Sachverhalt nochmal näher erläutern. Ja, ich habe nächste Woche noch einen Schulungstermin, den kann ich ja aufzeichnen und dann online stellen. Oh ja, gerne. Das genau. Wird mit Sicherheit die weihnachtliche Vorfreude erhöhen. Ist zack, bumm, neues Podcast-Format auf dem Kanal hier.
Endlich bin ich auch dabei. Juhu. Und dann macht Lars noch so ein AI-generiertes Cover, wo Robert in so einem heißen Krankenschwestern-Outfit. Da brauchen wir keine AI dazu. Du sollst ja nicht verraten, wie ich hier sitze, Kevin. Dann nehmen wir einfach die Fotos vom letzten Bardo-Treff. Oder so, ja. Eieiei. Okay, wollen wir zum Punkt gekauft, gebaut, verkauft übergehen? Mhm. Genau, wir wollen jetzt nicht spoilern, was wir schon alles ins Portfolio gepackt haben. Vielleicht können wir einfach generell so ein bisschen schon mal so, ja, da mehr oder weniger drauf eingehen, wie denn so, ja, muss ja fast sagen, der Black November gelaufen ist, inklusive Insiders-Wochenende, inklusive Black Friday, inklusive Cyber Monday. Ich starte einfach mal und sage, es war mäßig. Und ich setze einen drauf und sage, im Vergleich zu den Erwartungen war es eine Katastrophe. Ich glaube, unterm Strich war es jetzt nicht viel schlechter als letztes oder vorletztes Jahr. Aber alle, die so ein bisschen hier irgendwie in der Community eine Stimme haben, haben ja gesagt, also die Läger sind total voll und es wird richtig knallen dieses Jahr und es wird so richtig rausgeschossen. Es kommen richtig geile Angebote, exklusive Sets. Wir haben ja teilweise noch gesehen in Australien einen Tag vorher. Ja. Da sind ja auch mehr Sets reingegangen in den Rabatt und teilweise auch dickere Dinger. Also, boah, ich habe hier und da was für mich gekauft. Ich kann ganz ehrlich sagen, ich kann das auch erzählen, weil ich habe die Sachen, die ich privat gekauft habe, nicht fürs Portfolio gekauft. Ich bin da eine unterschiedliche Strategie tatsächlich gefahren. Ich kann euch mal sagen, was ich mir privat gekauft habe. Das war relativ wenig. Ich habe mir bei dem Alternate Live Shopping habe ich mir zwei Sets geholt. Dann habe ich eine Lego-Bestellung gemacht mit Kleinkram, den es nie unter UVP gab, um halt doppelte VIP-Punkte nochmal mitzunehmen und dieses Zug-GWP einmal mitzunehmen. Ja, ich habe mir hier irgendwie so zweimal die Eulerei auf Hogwarts oder so mal günstig zum All-Time-Best-Preis geholt. Ich habe, ich glaube, das war's. Also ich habe nicht viel gekauft. Ich habe zwar keinen Super-Treasure-Hunt gefunden, aber ich habe in letzter Zeit viele recht neue, frische Hot Wheels irgendwie gefunden. Da habe ich mich wieder so mit ein paar Modellen, die ich halt mehrfach haben will, gut ausgestattet. Ja, ich muss ja immer über mich selber schmunzeln. Ich kaufe ja ab und zu mal ein PlayStation 4-Spiel und lege das dann eingeschweißt auf den Stapel mit den anderen eingeschweißten PS4-Spielen, die ich nie spiele. Und ich habe mir jetzt Hogwarts Legacy für 17,99 € gekauft. Tatsächlich. Das wollte ich dann irgendwann in der Adventszeit mal spielen, aber es liegt jetzt neben Red Dead Redemption 2 und solchen Spielen auf dem Stapel und fragt sich, was es da soll. Ja, verkauft habe ich viel tatsächlich, aber auch nur kleiner Scheiß und auch nur mit wenig Marge. Das sind so diese ganzen Polybags, die ich viel zu günstig drin habe, um halt einfach Bewertungen zu generieren. Das zieht jetzt, also hier dieses Build Your Own Hogwarts Polybag fängt jetzt so langsam an, bei 5 Euro interessant zu werden. Ist ein Witz. Also ich muss echt über mich selber schmunzeln. Ich meine, so einen Versandumschlag zu bestücken ist jetzt nicht die große Kunst, aber nachher die Rechnung zu schreiben. In Summe ist es einfach zu viel Aufwand dafür, dass man so nach Abzug der eBay-Gebühren irgendwie dann noch so 1,50 Euro Gewinn an so einem Polybag macht. Da muss ich über mich selber schmunzeln. Zu viele niedrigpreisige Sets unterwegs, die ich halt eingestellt habe, um Bewertungen zu generieren. Das klappt aber auch nur so mäßig. Ich habe so ein paar Sets drin, die gar nicht gehen, selbst über den Preis nicht. Aber manches geht halt über den Preis und ich will halt einfach ein bisschen Platz schaffen, Geld generieren. Aber so richtig Spaß macht das ehrlich gesagt gerade nicht. Ich bin da so ein bisschen am Hadern gerade. Und muss mich strategisch nochmal neu aufstellen, glaube ich. Und habe aber noch so viel Kleinkram, den ich abverkaufen muss. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt einfach wegdrücke über den Preis. Aber es tut halt auch irgendwie weh. Also diese,
diese Larsche Aussage, dass man eigentlich alles mit 50% Rabatt kaufen kann, da halte ich gegen und sage, dass das hat bis 2021, glaube ich, oder bis 2020 funktioniert, aber das gilt jetzt nicht mehr. Meine bescheidene Meinung. Deswegen, ja, also eher frustrierend bei mir gerade. Gebaut habe ich nichts. Deswegen, ja, ich freue mich aber drauf. Ich werde in den Weihnachtsferien die Schmiede bauen. Die musste ich ja einmal öffnen, weil die Siegel kaputt waren, war aber vollständig. Ja. Und das ein oder andere Januar-Set reizt mich auch. Da muss ich mal gucken, wenn ich das jetzt als Vorbestellung mit 25% vielleicht nochmal mitnehme, noch die ein oder andere Kleinigkeit. Kommen wir später noch zu. Ja, wie sieht es bei euch aus? Also ich habe ja ziemlich viel verkauft in letzter Zeit. Was immens gut ging, war City und Ninjago. Da ist einiges weggegangen an Zeug, was ich auf Lager hatte. Alles End-of-Life-Produkte, die es schon nicht mehr gab. Aber ja, wenn Kinder eben was haben wollen, was es nicht mehr gibt, aber im Katalog noch drin war vor kurzem, dann ja, funktioniert das irgendwie. Und ich gebe es zu, ich habe am Black Friday, Cyber Monday, mir egal, Tuesday und in der Green Week, in der was auch immer Week, ich habe 35 Euro ausgegeben. Das war's. Dann habe ich was Kleines für mich gekauft. Ich habe nichts gefunden, wo ich gesagt habe, da hätte ich jetzt in rauen Mengen zuschlagen müssen. Da war nichts dabei, wo ich sagte, das ist jetzt unbedingt erstrebenswert. Auch immer mit dem Hintergedanken, ja komm, da kommt noch mehr, da kommen noch bessere Angebote. Die kamen nicht. Dann, ja komm, irgendwann kommen noch welche. Dann kam immer noch nichts, wo ich sagte, das muss jetzt unbedingt sein. Und ja, jetzt ist quasi vorbei heute. Ich bin auch nicht so wirklich traurig drum. Die Leute haben die Läger voll. Also die Läden haben die Läger voll. Ich muss mal wieder zur Metro mal schauen, was da los ist. Und ich denke mal, Ende des Jahres wird einiges abverkauft werden müssen, weil eben doch die Läger eben voll sind und das Regalfach muss leer werden für die Neuware tatsächlich. Thema gebaut hatte ich tatsächlich auch ein bisschen was. Ich habe das Pilzhaus von Jonas Kramm gebaut, einen Adventskranz gesteckt, das neue Hogwarts-Schloss habe ich gebaut. Ich baue gerade einen Fuchsbau, jeden Tag eine Tüte für den Adventskalender. Aber ansonsten ist jetzt auch gerade so mehr die Vorfreude auf die Januar-Sets da, weil da gibt es ja richtig, richtig schöne Sets bald. Und da ist halt das Modulargebäude gerade so ein richtiges Highlight, worauf ich mich sehr, sehr freue. Lembo, du bist stumm. Stumm, Lembo, ja. Ah, das ist, weil ich eben eine Flasche aufgemacht habe. Was wollte ich gerade sagen? Was habe ich denn eben gesagt? Als ich, genau, da wollte ich nur sagen, oh ja, da freue ich mich schon drauf, da kommen wir gleich noch drauf. Ja, bestimmt, ja. Aber es war an sich ein sehr ruhiger November, Dezember ist jetzt ein bisschen stressiger alles in allem, auch arbeitstechnisch von allem drum und dran. Aber was will man machen, da muss man eben durch. Und ich habe tatsächlich jetzt auch mich dazu entschlossen, von meinem Stapel, von den Sachen, die ich bauen möchte, habe ich mich jetzt wirklich dazu entschlossen, auch die Pirate Bay endlich aufzubauen. Ich habe endlich einen geeigneten Platz gefunden. Ja, da kommen die Daumen. Hm. Ich bin endlich fertig mit dem Beleuchten von Barad-dûr. Das war ein Act. Nach, ich glaube, 8 oder 9 Stunden hatte ich keine Lust mehr. Dann waren es nur noch 2, 3 LEDs und dann habe ich es mal durchgezogen. Und jetzt bin ich fertig und happy. So, wer möchte als nächstes? Ja, also am Black Friday habe ich tatsächlich bei Lego ein paar Sachen bestellt. Nach Mitternacht irgendwann, weil mich diese beschissene Warteschlange durchgelassen hat, endlich. War ja nervig wie Sau. Aber ich fand schon, dass es bei Lego ein paar ganz brauchbare Angebote gab. Jetzt die GWPs nicht so der Burner, aber trotzdem in der Summe gut genug, um da ein bisschen was zu kaufen. Aber was möchte ich jetzt nicht sagen, weil ich habe die dann auch für mein Projekt 1000 eingetragen. Ansonsten habe ich vor Black Friday bei Otto einiges bestellt. Müsste ich jetzt aber auch noch mal gucken, was genau das alles war. Da waren aber auch sehr, sehr gute Preise. Otto verpackt das Ganze dann manchmal nicht so ideal und hat dann noch Pepper drauf. Aber zu den Konditionen kann man damit leben. Zum Thema gebaut. Ich habe kein Lego gebaut. Ich habe nur ein Set eines unsympathischen Alternativ-Klemmbau. Hersteller, ja. Der aber halt blöderweise immer noch, sag ich mal, die Star Trek Lizenz hat. Oh nein. Ja, ich weiß, aber dieses Bild, sag ich mal, aus Picards Ready Room, die Enterprise D vor dem Nebel, sieht schon saugeil aus.
Also zum Bauen geht so, ist halt flache Plates auf Platte drücken, ne? so wie ein Artset im Prinzip, aber an der Wand sieht das Ding schon mächtig aus. Ja. Und es war so reduziert, dass ich dann mein Gewissen unterdrückt und das mir geholt habe. Ja, ich weiß. Das tut ja weh, Michael, gell? Das tut mir wirklich weh, ja. Oh. Allen hier, gell? Mhm. Captain, sorry. Auf die Brücke, bitte. Captain, auf die Brücke. Sorry, das ist trotzdem ein geiles Set. Also. Weißt du, ich habe neulich erst Into Darkness gesehen, habe mich an dem wunderbaren Soundtrack erfreut und ich habe komplett gestrichen, dass es Alternativhersteller gibt, die solche Sets anbieten. Dankeschön. Ja. Gut, zum Thema Verkauf. Ich finde es ja immer ganz spannend, welche Sets dann auf einmal so, die man seit Ewigkeiten drin hat, zum irgendeinem Zielpreis, dann halt auf einmal alle weggehen, so eins nach dem anderen. Das finde ich immer ganz, ganz lustig zu sehen. Da waren jetzt einige dabei, die ich teilweise schon eine Weile online hatte, und auf einmal ist das Lager dann leer, obwohl man mehrere Sets drin hat. Das ist so der Harry Potter Adventskalender von vor ein paar Jahren, war so ein Fall. Der City-Personenzug, den habe ich jetzt ein paar Mal verkauft. Diese ganzen Totenkopf, den Jago-Sets, ne, die, welches Jahr waren das? Auch schon 3 Jahre her oder so. Der Totenkopf-Magier und die Begleitsets dazu, die gingen jetzt alle weg. Architecture Dubai habe ich jetzt alle verkauft. Den Ninjago Marktplatz, also diese Figurensammlung da, die haben sie mir jetzt auch alle weggenommen. Und den Ultra-Golddrachen, also gerade so ein paar Ninjago-Sets, die lange sich nicht verkauft haben, zu dem Preis, den ich haben wollte, die sind jetzt einfach alle rausgegangen. Ja. Ganz, ganz okay, also ich bin ganz zufrieden mit, wie es verkaufstechnisch jetzt dieses Jahr gelaufen ist, auch im Vergleich zum letzten. Ja, das ist halt eine andere Strategie, ne? Also ich, bei mir ist halt so, du hast ja dein Lager gut zur Hand, ich mehr nicht. Also ich habe ja quasi hier in meiner Wohnung halt so ein Mini-Lager mit Sachen, die ich gerade im Verkauf habe. Und dementsprechend versuche ich die halt zu verkaufen, um halt wieder den Platz zu füllen. Und du hast ja wahrscheinlich einen Shop, das heißt, dir ist ja völlig Wurst, wie lange die Angebote drin sind. Ja, ist so, irgendwann verkaufen sie sich schon. Ja, ja, dementsprechend bist du nicht so unglücklich. Ein paar Vollgurken, die sich niemals verkaufen werden, aber ich glaube, die hat hier der Investor irgendwo in sein Portfolio vergraben. Ja, ich meine, jeden Tag steht ein Dummer auf, ne, aber klar, ich muss natürlich gucken, dass ich sage, ich will Durchsatz machen, dann muss ich halt irgendwann preislich halt in den sauren Apfel beißen, weil ich mir das halt nicht leisten kann, so viel gleichzeitig online zu haben. Aber da wollte ich noch eine kleine Geschichte einwerfen wegen Black Friday. Mir fiel doch noch ein, ich habe was gekauft. Bei uns hat der Rewe mit 50-60% Sachen rausgehauen und da waren Sachen dabei, die noch mit dabei sind, und es tat mir wirklich weh, dass ich manche Dinge abstehen lassen, weil der Karton so ranzig aussah. Ist leider so, aber ja, mein Gott, hätte schlimmer kommen können. Und dann war ich 3 Tage später nochmal, weil ich dachte, vielleicht nimmst du doch nochmal was mit, weil fast alles davon schon weg ist. Und dann war da halt nur noch Dots, ein bisschen Friends und die überteuerten Lego-Technik-Sets, die kein Mensch will. Und ich bin mal gespannt, wie lange die noch drauf sitzen bleiben. Die haben zwar richtig gute Rabatte, aber das will trotzdem kein Mensch haben. Zu Recht. So, dann müsste Robert noch. Ja, ich kann es eigentlich ganz kurz machen, aber was du gerade anfangs gesagt hattest mit den Angeboten, Lembo, wir hatten ja im letzten Podcast so ein bisschen philosophiert, was da kommt, was wir uns wünschen. Mhm. Und das war eigentlich ähnlich wie im letzten Jahr, ne? Also vor Black Friday und Green Week und keine Ahnung was für eine Woche und einen Tag, kamen, glaube ich, die besseren Angebote als an den eigentlichen Aktionstagen. Also ich habe mich so ein bisschen an letztes Jahr erinnert. Und ja, ich kann die 35 Euro von Kevin unterbieten. Ich habe genau 0 Euro ausgegeben. deswegen kann ich es ganz kurz und knapp machen. 0 eingenommen und 0 ausgegeben. Ich habe nämlich nichts verloren.
Ja, die, ja, eigentlich nur gewonnen. Ja, ich bin die letzten 2-3 Monate so ein bisschen raus aus der Lego-Bubble, muss ich sagen. Ja, dann hast du aber zumindest für die Rechtstexte, für deine E-Mail-Adresse und so, hast du trotzdem bezahlt. Ja, ja, irgendeiner muss ja verdienen, ne? Ja. Naja. Ja, das ist dürftig. Also ich habe auch die besten Schnäppchen habe ich auch nicht bei Lego gemacht. Also ich habe mir Felgenreiniger wieder gekauft. Ich habe, wir haben einen Duschvorhang gekauft. Lass mich kurz überlegen. Ich habe einen Pullover gekauft. Jonathan ist fassungslos, ja. Alles ist und ich habe mir einen Duschvorhang gekauft, ist falsch. Ja, das ist studentisch. Das outet mich als so, ein Duschvorhang. Also habt ihr alle keinen Duschvorhang mehr oder was? Ich habe eine Glasscheibe, also. Ja. Jonathan hat wahrscheinlich, wie ich den kenne, hat er wieder irgendwelche Wand- und Bodendüsen, die ihn von allen Seiten massieren oder so. Und so ein Drehteller wahrscheinlich noch da, ne? Ja. Nur eine normale Glasscheibe, so wie eine Dusche auch konstruiert sein sollte. Ja. Kevin? Nee, ich habe tatsächlich auch einen Duschvorhang. Mein Bad ist ein bisschen älter, ich habe noch einen stinknormalen Duschvorhang, so wie sich das gehört. Ja. Naja, das bezweifle ich. Hey, ich habe kein Problem mit Kalk an der Wand. Muss ich immer mit der Gummilippe abwischen, nee, damit da nichts ist. Brauche ich auch nicht. Unfassbar. Nee. Alle 14 Tage der gute Frosch Badreiniger wird draufgesprüht, abgebraust und fertig ist der Lack. Ja, klar. Geht es gar nicht anders sonst. Also es ist unfassbar einfach. Ja. Ja, also ich finde es auch so, in so eine Badewanne reinzuklettern, um zu duschen, das ist schon sehr studentisch, ja. Aber man, ja, gut, hier im Speckgürtel von Frankfurt muss man halt auch Abstriche machen, ne? Also ich sag immer... eher, wenn ich baden will, raus in unseren Whirlpool. Also ich kann mal einen Schwank erzählen. Ich bin ja wieder auf der Suche nach einem neuen Auto und ich finde den neuen Audi A5 so schön. Also bei Audi heißt er jetzt der alte A4, heißt er jetzt A5 als neues Modell. Und das ist ja im Prinzip der A5 ist der Nachfolger vom A4 und der A4 ist ja der Nachfolger vom Audi 80. Ja, das war ja im Prinzip mal, abgesehen von dem Audi 50, den es mal kurz auf Polo-Basis gab, war das ja im Prinzip vor dem Audi A3 das Einstiegsmodell von Audi, jahrelang. Ich weiß. Und ich halte mich kurz. Und ich habe mir den durchgerechnet, ich habe den einfach mal so konfiguriert, wie ich ihn konfigurieren würde. Also schon im Sinne von sehr technikorientiert, aber jetzt nicht der größte Motor und schon noch mit Vernunft. Und da bin ich auf einmal bei paar 70.000 gelandet. Okay, das hat mich jetzt nicht wahnsinnig überrascht. Und da habe ich mir den mal durchkalkulieren lassen und dann sollte ich im Leasing über 800 Euro im Monat zahlen. Und da muss man jetzt ganz ehrlich sagen, wenn man sich im Jahr 2024 als Gymnasiallehrer verbeamtet, noch nicht mal mehr ein Audi 80 leisten kann, Freunde, dann ist doch hier, da läuft doch irgendwas schief. Also man sollte meinen, es geht der deutschen Autoindustrie gut. Wenn man sich das so anhört, also ja, kein Wunder, warum die keine Autos verkaufen. Schöne Grüße, falls da jemand zuhört. Also es tut mir wahnsinnig leid um die ganzen Arbeiter, die jetzt um ihre Arbeitsplätze bangen und so weiter. Und ja, ich meine, ist ja immer die Theorie, ja, wurden die Autos jahrelang zu günstig verkauft und jetzt sind es Normalpreise oder nicht oder wie auch immer. Auf jeden Fall für ein Mittelklasse-Auto im Monat über 800 Euro zu zahlen, das ist schon harter Tobak. Dann hast du ihn ja nicht gekauft. Nee. Wollte ich nur nochmal fragen. Nee, ich habe mir für 13,99 Euro den Duschvorhang gekauft, damit... Das ist ein guter Kompromiss. Ja. Darf ich damit ich wenigstens ein bisschen Luxus und Freude im Leben wieder habe, ja. Ist da wenigstens ein Audi drauf, Limo? Nee. Aber nein. Nein, der ist dezent. Ja, es ist okay. Es ist ein schöner Duschvorhang. Also, ich bin dafür, dass du Lars ein Foto schickst und der das als Titelcover hier irgendwie einbaut. Ah, nein. Ach ja. Nee, es ist, was habe ich denn? Ich habe nur so Blödsinn gekauft, also so Verbrauchsmaterialien. Ich habe immer so in der Tasche und im Auto und irgendwo habe ich immer so kleine Sterilliumfläschchen mal stehen. Und da habe ich mir jetzt mal wieder so eine
ein Liter Steriliumflasche gekauft oder so. Also so ein Blödsinn, so Verbrauchsmittel, was man halt irgendwie, ja, was man halt irgendwie immer eh kauft und wo man halt sagt, komm, oder Kopierpapier oder so, wenn man da am Black Friday ein paar Euro spart. Ja, das waren aber auch schon die größten Erfolgserlebnisse. Früher waren die Einkäufe spannender. Ja. Jetzt kommt's. Er weiß ja nicht. Ein Felgenreiniger ist schon stark. Ja. Den hat Lembo aber auch, wir haben ja letztes Jahr einen Podcast gemacht, bei Lembos Logbuch, auch lobend, ein paar Mal, glaube ich, erwähnt, was wir uns so für Alltagsgegenstände noch kaufen. Stimmt, ich erinnere mich. Na gut, kommen wir jetzt zu den Neuvorstellungen. Ich würde sagen, ja, vor allen Dingen, Lars hatte so gemeint, er schafft es so zwischen 9:30 und 10. Jetzt haben wir 21.46 Uhr. Ja, Herr Konrad braucht, glaube ich, noch eine Stunde. Ja, das macht wahrscheinlich. Ich denke mir auch so, weißt du, wir schimpfen alle über Black Friday und Lars macht hier auf Whatnot, macht hier die große Nummer ein. Ich schalte mal kurz rein. Mach mal Stress, dass er mal fertig rüberkommen soll. Nein, wir haben ein neues Modular mit sehr, sehr vielen Teilen für einen gleichbleibenden Preis und es ist ein Eckgebäude und es ist, wie ich finde, wunderschön. Das ist ein wunderschönes Gebäude. 7 Cent pro Stein, 230 Euro, 3.266 Teile. Es ist wunderbar, ist das. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, es ist das beste Modular aller Zeiten. Nein, das nicht. Nein, das ist nicht. Besser? Was ist besser? Mit der Nostalgiebrille waren die ersten 3 Sets richtig, richtig gut. Aber, Es ist schon richtig, richtig gut. Aber bei mir wäre es an Platz 2. Ich finde halt die 10255 noch besser, der Stadtplatz oder der Marktplatz. Wie heißt das Ding? Nee. Stadtleben, oder? Stadtleben. Ich finde Stadtleben noch einen Ticken besser. War aber auch teurer. Aber auch größer. Ja. Aber Eckgebäude richtig schön, unterschiedliche Baustile, Minifiguren sind komplett süß und tolles Ding. Wenn man vom Teufel spricht. Hallo. Hola. Hallo. Jonathan, was haben sie dich, also wo haben sie dich denn eingekerkert da? Du hast du 20 Kilo abgenommen, was ist denn da los? 28. Meine Fresse nochmal, wie siehst du denn aus, halber Hahn? Das kann ja nicht wahr sein. Ja, krass. Danke. Das ist Robert hier, der Fette. Moin erstmal, nee, das bin wohl ich dann, ne? Ja, schön, dass ich kommen durfte. Schönen guten Tag. Ja, ich weiß auch ganz genau, Lembo, warum das so super wichtig ist, dass ich jetzt hier wohl auch noch dran teilnehme, damit ihr mich fertig machen könnt, euch lustig machen könnt. Hahaha, der Spielwahler, das war lalala. Der ist wieder auf dem letzten Platz irgendwo. Ich habe das gerade schon bei Whatnot kurz erklärt, dann auch, ne? Es gibt ja so verschiedene Erziehungsmethoden, wie ein Papa mit seinen Kindern umgeht. Der eine, und das ist Arne, das habe ich gestern gesehen, der ist so ein ganz harter. Der hat gestern nämlich mit meinem Lütten Pokémon gespielt, ne? Und glaub mal ja nicht, dass Arne zurückzieht. Der zieht voll durch, ne? Der hat übrigens verloren, aber zieht voll durch. Und ich bin dann eher so der sagt, Mensch, super, ne? Ach, jetzt hast du ein Tor geschossen gegen mich. Oh Mensch, ich komme gar nicht gegen an. Ich gebe aber alles hier so, ne? So mache ich das dann eher, bis ihr alleine fahren könnt und dann kriegt ihr einen mit. Das ist aber erst übernächstes Jahr, glaube ich. Ach so. Nein, du würdest uns ja Schadenfreude oder Hohn oder was weiß ich nicht, was unterstellen. Hohn? Nee. Hohn. Ah ja. So wie Föhn, nur mit Ho. Ja. Also ein bisschen Schadenfreude und Hohn muss bei der Projekt 1000-Folge ja schon klar, nur dabei sein, sonst macht es ja keinen Spaß. Ach guck mal, Kevin sehe ich auch da oben in der Ecke, hat sich versteckt im Schuhschrank. Ja. Sagen, also Lars, du kommst genau richtig. Wir haben sozusagen schon das Leben und ich und gekauft, gebaut, verkauft hinter uns gelassen und haben jetzt angefangen, über das Modular zu sprechen. Ja. Und ich meine, du hättest mal gesagt, es gefällt dir gut, aber es ist dir zu bunt. Nee, ja, also ich mag es sehr, sehr gerne tatsächlich. Aber es ist... ich habe, glaube ich, gesagt, es ist mir zu unruhig tatsächlich. Die Farbharmonie missfällt mir etwas. Also ich finde es wahnsinnig gut. Ich glaube, es ist eins der schönsten Modulars der letzten Jahre tatsächlich. Also ich finde es wirklich richtig, richtig toll.
aber irgendwie ist es mir zu harte Cuts in den Farbübergängen. Das ist mir zu wenig. Ah, ich weiß nicht. Ich gucke da drauf und es sieht auch gut aus, aber es ist so. Ah, damn. Hätte man einen Ticken. Weiß ich nicht. Ich kann es gar nicht so richtig erklären. Du beschäftigst dich ja auch seit ein, zwei Jahren intensiver mit Farben. Schon länger. Also ich bin totaler Farbenmensch auch. Also, nee, aber ich meine durch deine eigenen produktiven. Durch meine Farben, ja. Ich male jetzt auch, ja. Aber schon länger nicht mehr, muss man sagen. Ich habe gerade gar keine Zeit für gar nichts. Ich habe in 4 Etappen Schweigen der Lämmer nochmal geguckt in den letzten Tagen. 4-mal. Also 4. Ich krieg's nicht hin. Also ich habe den nicht 4-mal geguckt. Ich habe 4-mal immer so weitergeguckt, weil ich habe die Zeit einfach nicht. Ich habe auch gestern angefangen, Skeleton Crew, bis, weiß nicht, Minute 10 und dann war es auch wieder vorbei. Dann muss ich auch wieder anderen Kram. Also es ist gerade ein bisschen viel. Ich hoffe, es wird im nächsten Jahr immer ein bisschen ruhiger wieder, aber aktuell ist doll. Naja. Ja, du fährst ja auch viel in der Weltgeschichte rum. Ja. Also es wird auch Sonntag wird ein bisschen was zu sehen sein in den Bricks, wie heißt das, wie nennen wir das? Inside Bardo Brick. Bei YouTube sieht man dann ein bisschen was von der letzten Woche. Eiderdaus. Also ich versuche es ja immer so auf 20 Minuten zu kürzen, ne? was so vorgeht an so einem Tag und so. Das wird, vielleicht wird es auch eine halbe Stunde. Mal gucken, ob ich das hinkriege mit 20 Minuten. Mal schauen. Wir gucken. Aber ist ja alles gut so, macht ja Spaß. Mein Vorschlag, wollen wir denn jetzt sozusagen das jetzt einfach vorziehen? Wir reden jetzt noch nicht über neue Sets, weil das können wir entweder noch hinten dran hängen. Nö, macht ruhig, wie ihr wollt. Ich bin ja jetzt hier, ist alles cool. Ja, aber irgendwie bin ich jetzt auch heiß. Jetzt könnten wir nämlich starten. Lass uns nur ganz kurz zum Modular. Kevin hat gesagt, es ist das zweitschönste aller Zeiten hinter dem Assembly Square. Ich sage, es ist das schönste aller Zeiten. Jetzt müsst ihr drei noch sagen, wo ihr es einsortiert. Ich würde tendenziell auch sagen, es gefällt mir am besten von allen Modulars bisher. Weil Schönheit ist ja immer subjektiv, ne? Jeder findet seine Frau schön zum Beispiel, obwohl es objektiv vielleicht manchmal nicht so ist, aber es trifft so wie jeder seine Kinder schön findet. Ja. Nee, Ich finde es toll. Also ich finde es sogar mehr wie toll. Ich finde es geil. Ja, ich habe auch tatsächlich total den Impuls, also ich hoffe, die stellen noch irgendwas für den Jago City vor, bevor ich in den Genuss komme, das kaufen zu können oder so, weil sonst fange ich damit an zu bauen und ich bin immer gefährdet, dann will ich noch so Modular, dann will ich die alle und ich weiß ganz genau, habe ich ja für Kunden schon ein paar Mal vervollständigt, das will ich nicht. Also das ist zu doll. Aber es kommt ja nochmal in den Jago City in größeres, oder? Ja, ich hoffe sehr, ja. Und dann, so rede ich mir das dann aus. Aber ich finde jetzt auch, wenn man das so zusammensieht mit den Vorgängermodellen, also wenn man jetzt noch das Museum daran sieht mit der Farbgestaltung und auch den Jazzclub, dann versteht man das passt halt richtig toll zusammen, so von der Farbgestaltung. Also man sieht, dass die Designer schon mehr wussten, bevor sie. Es wirkt mega unruhig, weil unten dunkelgrün, dann ein bisschen hellblau, dann kommt Fleischfarben und oben dann eben dieses schwarz-weiße Gebälk mit dem roten Dach, nebendran das graue Dach. Das ist das, was ich meine, Kevin. Das ist das Schönste, also von den Bauten, das bin ich bei euch das Allerschönste, aber es ist so ein bisschen unruhig, ne? So von das der ist richtig, das ist so unruhig. Aber wenn man das neben dem Museum und dem Jazzclub sieht, hat man beide Farben irgendwo da mit drin und es wirkt auf einmal wieder wie aus einem Guss. Ja, das finde ich bemerkenswert. Was ich klasse finde, ist, dass auf der Straße unten so ein kleines Tudor-Wappen ist, also so ein kleines eingelassenes Schild eben gebaut, dass die eine Ecke von dem Gebäude nicht wirklich im 45-Grad-Winkel ist oder im 90-Grad-Winkel, sondern so einen leichten 15-20-Grad-Winkel baulich hat. Finde ich mega gut. Was ich hingegen nicht so toll finde, ist, dass es zwar ein Eckgebäude ist, aber nur eine Wand wirklich an der Ecke anschlägt und die andere quasi um 4 Noppen versetzt ist, weil da eine Treppe ist. Sprich, da hat man sich einiges gespart im Untergeschoss. Das ist also ein schmäleres Eckgebäude als die anderen, hat aber trotzdem mehr Teile. Aber es sieht einfach unfassbar gut aus. Und wie sie manche Teile verwendet haben, gerade wie sie das Fachwerk gebaut haben, da gab es ja auch viele Spekulationen. Mittlerweile gibt es auch eine Erklärung auf YouTube von schlauen Leuten, die mal erklärt haben, wie Lego das gemacht hat. Es ist einfach nur herrlich, wie das gebaut ist. Da freue ich mich mega drauf. Ja, Robert, wo sortierst du es ein?
Also ich finde es auch sehr, sehr gut. Ja, jetzt muss ich das Klischee wieder für Lars erfüllen. Da ist halt unten ein Papp drin, ne? Und der alte Alki hier. nee, es wird, glaube ich, das erste Modular, was ich bauen werde. Also, ja, ich hab's, ich glaube, ich auch. Scheiße. Ich glaube, bei mir auch tatsächlich. Aber ich habe halt nicht die Gefahr, dass ich mir alle anderen kaufen werde, weil ja. Aus Platzgründen. Nee, ich auch nicht. Also ich gucke jetzt hier gerade auch auf zwei. Ich gucke jetzt hier auf die, was ist denn das hier? Diese Werkstatt da, wo oben der Tierarzt drin war und das Pariser Restaurant ist da oben. Da ist Assembly Square und da ist noch der Bookstore. Also ich kriege ja dauernd sowas rein und kaufe die an und so weiter. Aber ich hatte noch nie so stark den Impuls, das gerne bauen zu wollen, wie bei diesem hier bisher tatsächlich. Das ist schon, ja, doll. Also, ja, mal sehen. Na gut. Ja, vor allem ist es eben ein Uhrenmacher drin, ne? Der mit seiner Lupe an der Uhr rumdoktert und da ordentlich was macht. Das finde ich halt auch super sympathisch, sowas. Ich glaube, innen wird es richtig spaßig noch. Also, das auch bei dieser Schneiderei oder was das da ist. Mhm. Da sieht man ja auch oben schon die Garnrollen und so ein paar Hüte. Oder ist das ein Hutmacher oder was? Was soll das sein? Naja. Ein Kleidergeschäft. So eine Anziehpuppe mit Zylinder mit drin. Schon echt, echt, echt toll. Und ein Technikzahnrad ist mit drin. Zwar ohne Funktion, aber da ist ein Schornsteinfeger mit drin, ja. Der einen Kamin sauber macht. Wir haben wieder diesen coolen, gezwirbelten Bart an der Minifigur mit bei. Generell sind die Minifiguren einfach schön gemacht diesmal. Auch ein neues Halsteil, glaube ich, bei dem Schornsteinfeger mit dran. Die das Frau sieht mit dem auch Mantel. Echt gut aus zusammen. Also ich bin jetzt nicht so ein Fan vom Jazzclub und ich fand auch, wenn man das Museum so alleine dastehen sieht, ist es so, ja, ist groß, aber so, aber wenn man die so zu dritt, also so im Trio da sieht, das sieht echt schön aus. Mhm. So wie sie es jetzt hier auf den Produktfotos, ne? Und vor allen Dingen jetzt nach diesem Ding, zu diesem Preis, ist halt die X-Mansion halt noch mal lächerlicher. Ja, hat sich schon wieder gebasht. Mir lag es so auf der Zunge, da stellst du die X-Mansion daneben, dann weißt du, was du für dein Geld hast, eben. Selbst der botanische Garten sieht dagegen klein aus. Und es ist ein Lastenfahrer mit bei. Ja, das hätten sie sich sparen können. Das also wirklich, ich soll ja jeder nach seiner Fasson glücklich werden, ne? Aber Lastenfahrräder gehören für mich echt in so eine Kategorie von kann man auch lassen. Ein Highlight für mich tatsächlich, das ist jetzt wirklich ein kleines Ding. Unten ist da so eine Art Bistro noch drin in der Ecke und da so eine Frau, die da was serviert und die hat so ein kleine, das ist eine 2x2 Plate, diese runde Plate und da ist eine 1x1 Fliese drauf mit einem Eierprint, eine 1x1er Fliese, die an zwei Ecken abgerundet ist, ist mit einem Brot bedruckt ist oder nur einfach nur Tennfarben ist und daneben diese Fliese, diese 1x2 Fliese mit den Rillen drin, das Speck symbolisiert. Ein perfektes Frühstück. Auf die Idee musste auch mal kommen, das finde ich richtig gut. Und für die Kleinigkeiten liebe ich diese Modulargebäude. Einfach mal eine Frühstücksplatte mit. Ja. Na gut, dann Trommelwirbel. Jonathan, ich übergebe an dich, an den Zeremonienmeister. Und wir. Was freut Lembo sich denn so? Weiß der schon mehr oder was? Ich weiß gar nichts. Ich habe ja immer das beste Portfolio und verliere dann knapp gegen irgendwelche Zufallstreffer. Aber ja, ganz so war es bisher nicht, aber wir schauen uns ja die letzten zwei Jahre nochmal an. Oh ja, haben wir gesagt. Wegen mir nicht unbedingt. Also. Ich will es jetzt hier nicht in aller Öffentlichkeit, aber. Aber ich mach's trotzdem. Ich will es jetzt auch nicht mehr muten. Ja. Ich habe Jonathan eben gefragt, ob er denn schon den großen Ferrari von letztem Jahr gebaut hat. Habe ich den noch nicht verschickt, oder was? Nee, tatsächlich aber nicht. Echt nicht? Ich habe neulich noch dran gedacht, weil irgendwer sagte, wir müssen ja noch die Prämien irgendwie was. Lambo war das, oder? War es ein Ferrari? Ich meine, es war das Ferrari. Direkt fertig, ist das unangenehm. Das rote Ding, was bei dir da hinten an der Wand hängt, ja. Ach so, den habe ich den aus Versehen gebaut. Ach, sorry. Ja, ich sehe nicht so eng, ne? Aber. Nee, welcher war es? Der Ferrari? Ich meine, du hättest ganz großkotzig den neuen Ferrari. War es der Ferrari? Also entweder der oder der Grüne. Der Rote oder der Grüne war es. Ich sag, der Rote war es. Okay. Aber es war der Rote. Alles klar.
Genau, das war nämlich, das haben wir letztes Jahr ausgewertet. Das war quasi das 2022er Spiel, wo wir 23 ausgewertet haben. Und du hast es, genau, du hast 22 in den Pott geworfen. Da ja, kam ich habe irgendwann Ferrari. Richtig große Fresse gehabt. Ja, ja, ich ja. weiß. Du kannst ja auch einen Porsche noch verschicken, wenn du willst, statt dem Ferrari. Kannst du auch, habe ich gebraucht gerade bekommen. Kannst du auch einen orangen Porsche haben, wenn du willst. was auch immer du mir schickst, ich werde selber bauen. Das schreib mir mal nachher deine Adresse, ich mache dir ein schönes Paket fertig. Das wird nicht verkauft, das werde ich mit meinen Kids bauen. Ah ja, also dann lieber doch einen neuen. Willst du wirklich, also bauen die Technik? Ja. ja, mein Großer mittlerweile schon. Also er baut lieber nicht Technik, aber so ein großes Technikset, da ist er schon mit dabei. Na gut. Also ich habe ja bei der Auswertungsmethodik habe ich eine Veränderung vorgenommen, habe ich ja auch geschrieben in der Gruppe. Ich bin jetzt nicht mehr nach eBay, sondern nach Bricklink gegangen und der Wert des Sets, den habe ich ermittelt aus dem Durchschnittspreis der Verkäufe der letzten 6 Monate und dem Durchschnittspreis der auf Bricklink vorhandenen Angeboten, das Ganze addiert und durch 2. Also der Durchschnitt aus den beiden Durchschnittswerten, um es vergleichbarer zu machen. Weil bei eBay gab es früher relativ gute Preistendenzen. Das findet man so mittlerweile nicht mehr. Und da muss man sich zusammensuchen, hat immer eine gewisse Unschärfe. Bei Bricklink ist es eigentlich eindeutig. Da kauft nur niemand Sets, so wirklich, oder? Ja, doch. Aber ich sag mal... auf jeden also Fall pass auf, ich glaube einfach, wenn ich jetzt irgendwie nicht Erster bin, gehe ich davon aus, es liegt an Bricklink, weil da einfach keine Sets verkauft werden auf dieser Plattform. Ich habe es aber auch nochmal gegengeglichen mit eBay, das ist so weit weg auch nicht. Auf eBay ist immer ein Ticken höher noch der durchschnittliche Verkaufspreis, aber ich halte die Bricklink-Auswertung für vergleichbarer. Na gut. Ich sag da jetzt mal nichts zu, Kinders. Macht ihr, Mann. Der Papa ist trotzdem also, stolz. 2022 bei der Auswertung letztes Jahr war es ja so, da hat ja der Kevin den glorreichen letzten Platz belegt. Aber ich kann dich beglückwünschen, Kevin, du bist nicht mehr Letzter. Wenn man ich hole mir mal was zu trinken. Lars geht. Der Letzte geht jetzt. Ja, Lars. Ach, Gott. Höre Geräusche. Jetzt ist natürlich die Frage, woran hat es bei Lars gelegen, dass er jetzt noch einen Platz weiter abgerutscht ist? Oh Gott. Welche Käufe im Portfolio tun auch nach 2 Jahren noch besonders weh? Hat er ein Monkey Kid gekauft? Ja, natürlich hat er ein Monkey Kid gekauft. Okay. Das ist auch der erste Posten, wo ich sagen würde. Weiß ich nicht, aber. Ich weiß sogar noch, welches Set und ich weiß auch warum, weil ich wollte so sehr, dass Lembo einfach falsch liegt da. Ja. seiner Scheiße. Aber man muss auch sagen, Lars hatte auch einfach Pech. Ja. Und er hatte Pech, weil er sich das Disney-Schloss gekauft hat, als großen Posten, 2 Wochen bevor Disney ein Remake verkündet hat, zum gleichen Preis. Ja. Wo ich das alte noch besser finde, aber das kannst du auch keinem verkaufen dann. Das war. Natürlich nicht vorhersehbar und ich bin eigentlich schon davon ausgegangen, dass sich das Disney-Schloss gut entwickelt. Ich meine, ich habe es auch ein paar Mal im Keller. Dem war aber leider nicht so. Und dann hast du aber halt auch noch so Batman-Quatsch dazu gepackt. So Batman-Sets der Kategorie, na, was war's denn? Die Batman-Maske des TV-Klassikers, ne? Ja, war das nicht die Batcave Shadowbox? War die da nicht auch 3-mal drin? Nein, leider nicht. Grade. Hättest du jetzt gerade, ne? die hat sich ja, sagen wir mal, die ist jetzt seit 3 Tagen end of life und hat sich verzehnfacht gefühlt. Ja. So ungefähr. Und du hast noch sehr exotische Harry Potter Sets dazu ins Portfolio gepackt. Das Zauberschach und was war es noch? Harry und Hermine. Mhm. Ja, also so richtige Burner waren da dann halt nicht dabei. Ich habe immer noch die Gründe für den Erfolg als 2. Kategorie. Am besten haben dann noch die Brickheads abgeschnitten bei dir. Ah ja, deswegen mag ich die auch so sehr.
Also jetzt muss man natürlich sagen, nichtsdestotrotz hast du im Vergleich zum Einkaufspreis 150% Portfoliowert jetzt, also 511 Euro mehr als die 1.000, die du ausgegeben hast. Was jetzt nach 2 Jahren nicht üppig ist, aber es ist ja auch nicht so, dass du Geld verbrannt hast. Und im Vergleich zur letzten Auswertung hat sich dein Portfolio um 12% nochmal verbessert. Knack, knack. Der Kevins Portfolio hat sich um 8% verbessert. Das reicht, um Lars knapp zu überholen. Du bist jetzt bei 1580 Portfolio wert. Du hast den Bugatti gekauft. Der kommt noch. Aber noch nicht jetzt. Du hast das Sanctum gekauft, das jetzt so langsam End of Life geht, aber ich glaube, man kriegt es noch vor unter UVP, oder? Ja, denk schon. Und dann hast du noch den Drachen des Overlords, das war so ein Ninjago-exklusives Set, das habe ich leider auch ein paar Mal im Keller. Zur UVP, das war jetzt nicht so gut, aber ein paar günstige Star Wars Sets haben sich ganz okay entwickelt. Der Robert bleibt unverändert auf Platz 5. Er hat natürlich idiotischerweise das Queer Eye Set in sein Portfolio gelegt. und ein paar teure City Sets, aber auch ein paar günstige Star Wars Sets. Deswegen kommt es jetzt auf 1627 Euro Portfolio wert. Eine Verbesserung um 20% im Vergleich zum Vorjahr. Ist ganz okay. Und der Michael bleibt auch auf Platz 4. Die Freiheitsstatue, ist die eigentlich mittlerweile End of Life? Ja. Ist immer noch für 60 Euro zu bekommen. Ja, aber hat sich auf jeden Fall nicht großartig entwickelt. Und der Bugatti, den hast du auch als Riesenposten drin. Schauen wir mal in 3-4 Jahren nochmal drauf. Könnte gut sein, dass es dann noch dass sich da noch was tut. Der Adventskalender, den du reingepackt hast, der hat sich gut entwickelt. Das ist nur ein kleiner Hinweis, falls sich nachher jemand wundert, was ich noch in mein Portfolio gepackt hat. Ich wusste ja die Auswertung von vorher. Das Adventskalender scheint nicht schlecht zu sein. Der Daniel ist auf Platz 3, unverändert mit 1684 Euro. Er hat leider ein paar UVP-Käufe gemacht. Die waren nicht so gut, aber er hat auch ein paar sehr solide Sets, die sich mehr als verdoppelt haben in seinem Portfolio. Und ich bin abgerutscht. Ich war ja nur ganz knapp vorm Stefan auf Platz 1, aber Stefan hat mich überholt über die Zeit. Ich habe ein Portfoliowert von 1811 Euro und er hat einen von 1898. Ich habe halt den Vollflop-Aufstieg des Domo, so ein Marvel-Set, das damals schon 60% rabattiert wird und heute wahrscheinlich immer noch 60% rabattiert ist. Das ist dieses Dreieck, ne? Ja, das fliegen die Toblerone. Ich habe es aus dem Lager rausgenommen, meinen Kindern zum Aufbauen gegeben. Das wird nichts mehr. Aber insgesamt habe ich eigentlich eine ziemlich gute Performance auf den meisten Sets. Und warum ist Stefan jetzt auf Platz 1? Naja, dieses Roboter-Erfinder-Set, dieses Mindstorms-Gedöns, das hat sich so dermaßen pervers gut entwickelt. Und das hat er zweimal in seinem Portfolio als Riesenposten. Das outperformt alles. Das kompensiert sogar seinen Monkey-Kid-Kauf. Nicht schlecht. Okay. Gut, dann kommen wir jetzt zum letzten Jahr. Und ich habe ja gerade gesagt, Stefan, wenn man nach 2 Jahren drauf schaut, hat das beste Portfolio von 2022. Und umso verheerender ist natürlich sein Absturz 2023, wo er nach der Meisterschaft quasi den direkten Abstieg ohne Relegation hingelegt hat. Vom ersten auf den letzten Platz sich vorzuarbeiten. Schade, dass er nicht dabei ist. Da hätte mich seine Reaktion jetzt ja schon interessiert. Also ich kann es mir bildlich vorstellen. Ich habe das Gesicht vor Augen, lieber Stefan. Also bei Gründe für den Erfolg habe ich bei Stefan diesmal hingeschrieben keine. Sehr gut. er hat einige Totalflops, die sich quasi gar nicht entwickelt haben. Da sind richtig mies performende Sets dabei, vor allem aus dem Bereich Star Wars und Marvel. Da gibt es einmal die Justifier, das Boba Fett-Gedöns, Obi-Wan versus Darth Vader und ganz schlimm das Black Panther-Duell auf dem Wasser.
alles Ladenhüter, sondergleichen, auch noch ein Jahr nach End of Life. Dann hat er sich noch den SUV mit Pferdeanhänger zu UVP gekauft, weil er gedacht hat, Legos Exklusivset mit Pferden, das läuft, tut's aber nicht. Ja, er hat nur ein einziges Set, das ich als im Mittelfeld eingeordnet habe, bei den akzeptabel performenden Sets mit über 150% Wertentwicklung, aber alles andere ist drunter. Er hat auch zwei GBPs aus dem Lego Store abgeräumt, die sich auch jetzt nicht als Megabringer erwiesen haben. Da ist nicht viel zu retten. Sein Portfoliowert ist 1388 Euro. Das sind 130% von dem Einkaufswert, ist noch deutlich unter UVP der Sets. Ja. Was war jetzt der Gewinner da bei ihm? Ja, keins. hast du gesagt, ganz eins dabei war? Ein Set war nicht beschissen. Ach so, okay, so war das. Ja gut, also was ich halt nicht reinzählt, ist das Baue dein eigenes, falscher Tab. Ja, was ganz okay lief, war Mickey und Minis Campingausflug, ein Disney-Set. Ah ja, das ist ein 4-Plus-Set. Ja. Genau, ja. Das hat er mit Durchschnitt, das hat sich tatsächlich ganz ordentlich entwickelt. Mhm. Ist jetzt auch deutlich über UVP. Ist nicht über UVP, aber er hat es deutlich unter UVP gekauft. Also, ja. Aber der Rest ist im Prinzip ein Griff ins Klo nach dem anderen. Schwierig. Kevin, du bist der Nächste in der Reihe. Woran hat es gelegen, dass dein Portfolio nur marginal besser ist als das von Stefan? Kannst du dich noch erinnern? Galaxy Explorer, Narzissen, Kristallkönig, wobei der nicht so schlecht war, das T-Rex-Set, Marvel Sanctum Sanctorum, Krolls Drachenflitzer, Millennium Falcon Weihnachtsdiorama. Grüße an Lembo. Diese scheiß Weihnachtsfalken-Kack-Dinger da. Ja, also erstens, du hast viele Sets zu UVP gekauft, die sich halt auch null entwickelt haben. Du hast es schon genannt. Das Weihnachtsdiorama ist da sicherlich mit dabei. Du hast viel Kapital im Sanctum Sanctorum gebunden, das ja, wie gesagt, immer noch nicht End of Life ist. Aber es ist nicht so verheerend wie befürchtet, das muss man vielleicht fairerweise auch sagen. Ich habe so gehofft, dass es halt schneller abgeschossen wird von Lego, als man dachte, aber ja. Die Paradies-Vogelblume, die rettet dich vom letzten Platz, die hat sich nämlich wirklich, wirklich gut entwickelt. Ja. Die habe ich auch schon, die habe ich selber auch schon alle verkauft, die ich auf Lager hatte tatsächlich. Du hast dein Portfolio, du hast halt mit wenig Rabatt gekauft, deswegen ist dein Portfolio eins von drei Portfolios, wo jetzt einen Wert mittlerweile hat über dem UVP. Aber das hilft halt auch nur bedingt, da du sechs Totalflops quasi dabei hast, die sich kaum entwickelt haben. Wir gucken mal in zwei Jahren weiter. Wir gucken mal in zwei Jahren, Also. Nicht schön, aber immerhin auch 141% vom Einkaufswert, also 1419 Euro Portfoliowert. Auf Platz Nummer 5 kommt, wer möchte einen Tipp abgeben? Ich bin diesmal oben mit dabei. Ich habe ein gutes Portfolio. Ich bin Lars. Ich komme noch nicht. Robert, dass du von Lars bist, ist mir schon klar. Ja, es ist auch Lars. Ich habe auch das Weihnachtsdiorama, oder? Du hast vor allem T-Rex und Triceraptor, wie der heißt. Das hat sich nicht entwickelt. Das neue Schiff der Guardians hat sich auch nicht so entwickelt. Und du hast auch jetzt nicht sonderlich viel Rabatt beim Einkauf mitgenommen. Es gibt halt wenig, was nach oben ausschlägt, sag ich mal, auch bei dir. Die Super Mario Kreativbox, die hast du super günstig gekauft und da steckt der Wert im Einkaufspreis. Das ist jetzt natürlich
Die Technik ist zwar immer noch unter UVP zu bekommen, aber weil du es halt mit... Die habe ich auch in Real ja auch gekauft, also die habe ich ja auch wirklich gekauft damals, die liegen ja auch immer noch. Aber trotzdem, ist dein bestes Set, wie gesagt, also der Thanos-Mac war auch noch kacke. Was haben wir noch an Ausschlägen nach oben? Die Ducati war okay, würde ich sagen. Das Speed Champion Set, der Toyota, GR Supra, den hast du mit gut Rabatt gekriegt, das ist alles okay. Kommt jetzt als Technikmodell, ne? Ja. Aber hässlich auch. Also, ja. Ja, würde ich unterschreiben. Ja. Insgesamt ein solides Portfolio, auf jeden Fall besser als letztes Jahr, aber für die oberen Plätze hat es halt dann auch wieder nicht gereicht. Ja. Robert ist als nächstes dran, das heißt auf dem vierten Platz. Das heißt, Michael fängt schon das Grinsen an, weil er weiß, er steht auf dem Treiber. Wie? Also es ist echt Wahnsinn, ich beobachte Lemus die ganze Zeit, wie gehässig der gucken kann. Ne? Ist ja Wahnsinn. Also, ich hab halt eben nochmal in mein Portfolio reingeguckt und ich glaube, letztes Jahr habe ich einfach viel, ja, habe ich versucht, mich hoch zu quatschen und habe einfach mit positivem Denken versucht zu agieren. Aber jetzt glaube ich, habe ich wirklich ein gutes Portfolio von letztem Jahr. Das sagt Lars auch jedes Jahr. Und guck, ob das ausgeht. Also. Robert, über 1500 Euro Portfoliowert, also 150%, knapp über 150%. Du hast halt auch wieder ein paar Sets zum UVP gekauft und das ist, also wenn man sich die ganzen Portfolios auch über die Jahre so anguckt, weiß ich nicht, wie nachhaltig das ist, Sets zum UVP zu kaufen. Es steckt halt schon ein Funken Wahrheit in der Aussage, ne? Der Wert liegt, also die Wertentwicklung hängt halt schon auf dem Einkaufspreis ab. Ja, das Blöde ist, das merke ich mir bis nächstes Jahr nicht. Ja, du hast halt auch. Das ist wie bei mir mit Pfingsten, Robert. Das weiß ich auch mal, wie er das ist. Dafür bin ich ja da. Ich meine, der Punkt ist, wenn halt ein Set mit 50% Rabatt einkaufst, dann muss es ein Jahr später nur zu UVP quasi über den Ladentisch gehen. Das ist wesentlich wahrscheinlicher, als dass jemand für das Star Wars Weihnachtsdiorama 60 Euro bezahlt. Ist halt so. Und du hast auch die Justifier und Shuri Sonnenvogel mit drin. Das sind auch miese Sets, die das Portfolio runterziehen. Aber du hast auch ein paar Sets mit sehr hohen Rabatten gekauft. Andreas Theaterschule, den Dodge Charger und die haben jetzt nicht die massive Wertentwicklung, aber durch den hohen Rabatt natürlich trotzdem akzeptable Rendite. Und du hast mir Kopfschmerzen bereitet mit diesem Schubkasten, mit dem Holzgedöns, dass das überhaupt zählt, ist äußerst fragwürdig. Ich wollte was mit Holz kaufen. Ich dachte, weil da eine valide Wertentwicklung hinzuschreiben, das ist nicht ganz so einfach, weil das kauft ja keiner und es bietet auch keiner an. Ja, dann mach plus 200%, ist okay. Aber kannst du den Brennwert? Ich hab nach langer intensiver Suche ein paar Verkäufe gefunden und man muss sagen, tendenziell, dadurch, dass es mit so einem Rabatt war, war es jetzt kein Fehler. Ja, siehst du. Ja. Und die haben gelacht. Und einige Sets im Mittelfeld zwischen 150 und 200% Wertsteigerung. Du bist der Erste, also wo ich jetzt als Set als Treffer markiert habe. Treffer heißt mehr wie 200, also mehr wie eine Verdopplung. Ja. Das hatten Lars, Kevin und Stefan gar keins, also ein Set, wo sich im Vergleich zum Einkaufspreis mehr wie verdoppelt hatte, aber du hast, Robert, immerhin eines, und zwar bau dein eigenes Schloss Hogwarts, eingekauft für 1,99 und mittlerweile Polybag. Yes. Glückwunsch. Sehr gut. Tag, ja. Sehr gut. So, dann nähern wir uns der Top 3 mit steilen Schritten und auf Platz 3 ist, Trommelwirbel, Trommelwirbel, Embo. Nein! Mann! Ich hab so, oh Mann! Also, warum reicht's nicht für ganz oben, Lembo? Was denkst du?
Also ich habe ja das Ding hier nochmal offen und ich habe dreimal Horizon Forbidden West. Das müsste total gezündet haben. Oh ja. Horizon Forbidden West ist eines der besten Sets, die überhaupt jemand im Portfolio hat. Das ist ein Volltreffer sondersgleichen. Da hast du auch relativ viel Rabatt drauf beim Einkauf gehabt. Das ist das, ich glaube sogar, ist insgesamt bestes Set. Ich habe es dreimal für 43,33 Euro gekauft. Ich habe noch ein besseres bei mir im Portfolio und lass mich mal kurz schauen. Der Daniel hat auch noch eins, das prozentmäßig ein Ticken besser performt hat, aber danach ist Horizon Forbidden West das dritte. Dann habe ich dreimal den Abschleppwagen, der müsste sich auch gut entwickelt haben. Geht. Ist gut, aber ist kein Volltreffer. Okay. Ja gut, dann Disney Brickheads wird gar nichts gemacht haben. Shuri Sonnenvogel habe ich drin, den scheiß Adventskranz habe ich drin. Ja, also was dich halt mega runterzieht, ist der Shuri Sonnenvogel, ne? Was ein Dreckset. Ja. Ja. Das hast du mit 40% UVP gekauft, aber das kriegst du heute noch viel günstiger. Ja. Das ist negativ bewertet. Ansonsten, das Entdecker-Raumschiff hat sich eigentlich ganz okay entwickelt, aber das Problem ist, du hast zum UVP gekauft. Ja, ja. Das zieht dein Portfolio runter. Die restlichen Sets sind alle okay. Haben auch die Brickets und den Adventskranz ist jetzt nicht doll, aber ist jetzt auch nicht katastrophal. Ja, wie gesagt, es sind vor allem der Sonnenvogel und das Entdecker-Raumschiff, was prozentual den Sprung nach ganz oben ausgebremst hat. Ach, schade. Welchen Wert hat das Portfolio jetzt? Das Portfolio hat jetzt den Wert von 1.606 Euro. Ist 160%, also über dem Einkaufswert, aber hat auch noch einen Gesamtwert knapp unter UVP. Okay, das heißt, ich habe in einem Jahr mehr erwirtschaftet als Lars und Kevin in zwei Jahren. Müssen wir mal zusammenrechnen. ja. Oh, jetzt reagieren sie gar nicht. Nee. Oh, sorry, war kurz eingeschlafen, Lembo. Also ich nach Prüfung der Fakten kann ich das bestätigen. Sehr gut. Ah, dritter Platz, Mann, das ist immer so. Ah. Ich hätte natürlich nach einem Sieg letztes Jahr mir persönlich auch einen Sieg dieses Jahr gegönnt. Habe ich aber nicht geschafft. Mein Portfolio ist auf Platz 2 mit einem, aber wie ich finde, schon respektablen Wert von 1.847 Euro. Also 184,78%. Das ist auch eines von den drei Sets, wo der Wert mittlerweile über dem UVP-Wert ist. Knapp 30 Euro über dem UVP-Wert der Sets. Der Thanos-Mech, der ist mir nicht gut bekommen, aber der war auch nicht so teuer. Und das T-Rex Androsiraptor-Set, das habe ich leider auch drin. Ich habe die modulare Buchhandlung. Die hat sich schon gut entwickelt, aber die hätte auch noch mehr Potenzial gehabt, finde ich. Also ich hätte gedacht, die entwickelt sich noch einen Ticken steiler, weil ich das Modul liebe. Ich find's richtig schön, aber es ist noch nicht da, wo es sein könnte. Aber ansonsten habe ich halt sehr, sehr gute Rendite auf viele Sets, die sehr gut performt haben. Ich habe auch ich habe insgesamt 3 Volltreffer und 10 Sets im Mittelfeld, also im Prinzip ist mein komplettes restliches Portfolio. Ein Volltreffer ist der Fast and the Furious Dodge Charger, den ich günstig gekauft habe, weil der sich sehr gut entwickelt hat und mit 50% Rabatt eingekauft, jetzt schon einen Wert über dem UVP. Das kann sich wirklich sehen lassen, aber mein mit Abstand das beste Set und das beste Set überhaupt ist die 21188. Wer weiß, was es ist? 211. Minecraft. Das ist Lamadorf aus Minecraft. Ach komm. Das hat sich, habe ich mit auf 150% Rabatt, aber es hat sich wahnsinnig gut entwickelt. Wie oft habe ich da davor gestanden? Wahnsinn. Ich hatte davon auch 2, 3 im Keller, habe ich alle verkauft mittlerweile.
Warum, Lars, ist dieses Set so dermaßen, warum performt es so dermaßen besser als alle anderen? Das ist schon mal eine spannende Frage. Warum ist das so besonders? Ich verstehe es nicht. Also ja, wir haben da auch drauf geguckt. Also es gibt gar nicht so viele große Minecraft-Sets über 100 Euro, ist mir aufgefallen. Und wir haben ja zum Beispiel dieses so ein Village, wie hieß denn das, The Village oder so von Minecraft, ist auch richtig teuer geworden mittlerweile, es war auch über 100 Euro oder ich glaube 99,99 und dann gab es ja auch nochmal diese fette Höhle, diese Berghöhle. So richtig viele Sets über 100 Euro gab es nicht, vielleicht muss man da mal ein bisschen genauer hinschauen, ich kann es nicht genau sagen, Lama ist natürlich irgendwie so Sympathieträger, wie vor ein paar Jahren, Flamingos hat es irgendwie so ein bisschen in, ne, gibt es ja auch bei Fortnite und was weiß ich, ich glaube der Fortnite-Bricket mit dem Lama geht auch ganz gut ab. Keine Ahnung, also ich spiele es halt, ist halt schwer, wenn man das nicht spielt, sich da so reinzufühlen. Also ich glaube, wenn es jemand ernst meint, also richtig ernst meint und richtig Zeit hat, dann kann man da ruhig mal Fortnite mal ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen Zeit gönnen. Also schaffe ich nicht. Wir haben es auch versucht, in der Akademie ein bisschen aufzuarbeiten, aber da haben wir auch keinen Hardcore-Fortnite-Spieler dabei. Wir haben nur oder was uns eben aufgefallen ist, eben auch, dass es halt diese teuren Minecraft-Sets sind. Ich bin mal gespannt, es gibt jetzt eine ganz neue Kategorie, diesen Bautisch, oder wie heißt das? Ist irgend so ein 18-Plus-Set, glaube ich, von Minecraft, was da jetzt rausgekommen ist vor ein, zwei Monaten. Wie das sich entwickeln wird, weil das ja eigentlich so... Da bin ich auch gespannt, weil ich man muss ehrlicherweise sagen, ich habe auch zwei günstigere Minecraft-Sets noch, das zerstörte Portal und die Bäckerei im Portfolio vom letzten Jahr, und die haben sich auch schon gut entwickelt. Also es ist irgendwie, Minecraft ist nicht schlecht, ja. Minecraft performt, zumindest was ich hier so sehe. Also was ich jetzt auch sagen kann, also was ich zumindest bemerkt habe, dass da Streamer einen richtigen Einfluss drauf haben. Also auch dieses Spiel überhaupt am Leben zu halten, das ist ja jetzt auch, also es ist immer von der Grafik, war das ja nie so wirklich so High-End-mäßig. Aber es gibt natürlich Streamer, die wahrscheinlich, also deutsche Streamer auch, die über 4 Millionen Follower haben, den ganzen Tag nur Minecraft zocken. Und ja, ich kenne die alle, Lars. Ja, kannst du mal von Trimax und was weiß ich, wie die alle heißen. Julian und der Banks. Instant aggressiv, wenn ich die labern höre, wirklich. Ja. Und die alle... Naja, mit ihrer ist egal. Scheiß Paul bei der Limo. Nee, aber eine kleine Geschichte dazu, weißt du, die labern da und spielen und dann empfehlen die, während die da zocken, zum Beispiel auch Chips oder hier diesen Prime, diesen Drink oder diese Chips, Takis. Das ist eine Handvoll Chips, also so, ich schätze mal so 30 Gramm, kostet irgendwie 7 Euro oder so. Und das ist das schlimmste Knabbergebäck, was ich in meinem ganzen Leben gegessen habe. Es gibt nichts, was so komplett beschissen schmeckt wie Takis, egal in welcher Sorte. Wirklich, lass Leute, probiert das erstens, mal. Einfach erstens nur, sind das 50 Gramm, zweitens kosten die 4, 5 Euro und drittens sind die gar nicht so schlecht. Die schmecken so scheiße. Das ist, bitte schreib es in die Kommentare. Ich habe noch nie etwas Ekelhafteres gegessen. Hast du die falschen gegessen? Die sind gar nicht so schlecht. Aber pass auf, das Witzige ist, witzige Geschichte, mein Lütte hatte Geburtstag, der mag zum Beispiel gar nicht scharf, ne? Und eigentlich alle Sorten sind scharf von denen, aber so übertrieben. Das ist so, wenn ihr noch früher kennt, diese Kaugummis, was war so Mutprobe hier, Center Shock. Und Takis ist jetzt, glaube ich, die Weiterentwicklung auf dem Snack-Sektor. Schmeckt auch tierisch scheiße, ist halt scharf. Und mein Lütter mag gar nicht würzig. Und dann denke ich, naja, der hat Geburtstag und er sagt eine Woche vor mir, sagt er, du Papa, weißt du, was ich mir mal gönnen würde? Gerne so Takis, hätte ich mal Bock drauf. Sag, alles klar, alle Sorten, alle. Blau, Blue Dragon, Red Fire Dragon, alles. Alles, was es gab, ne? Alle Sorten, alle auf dem Geburtstagstisch. Der kommt runter morgens von der Schule, Viertel nach 7, oh geil, endlich Takis, Geburtstagskuchen links liegen gelassen, reißt die Tüte auf, so ein Ding in den Mund, den blauen auch gleich. Was rein? Oh, rennt los, hörst du nur bup auf Klo, Wasserhahn, kommt zurück, guckt mich an und sagt, boah, jetzt traue ich mich gar nicht mehr Prime zu trinken. Und Prime hatte ich auch auf dem Geburtstagstisch, 3 Flaschen so stehen. Und dann hat der liebe Papa eine kleine Tüte Chips frisch ungarisch auch mit hingestellt. Ich sage, na, stimmt, das schmeckt das gar nicht, was deine YouTuber dir da empfohlen haben. Das gibt's doch gar nicht. Guck mal, der Papa hat da hinten eine Tüte Chips. Probiert die mal, ob die nicht viel leckerer sind. Ne? Jetzt hoffe ich, dass er ein bisschen mehr auf mich hört als auf die YouTuber. Ist aber wahrscheinlich auch frommer Wunsch. Du bist ja auch ein YouTuber.
Ja, genau. Habe ich dann auch gesagt. Der Papa ist auch ein YouTuber. Probier die anderen Chips. Aber Chips frisch ungarisch sind halt einfach auch elend. Ja, kommen sie nicht mehr an. Kevin, du magst die wirklich jetzt, ohne Witz? Also es gibt eine Sorte Takis, die richtig, richtig gut sind. Welche? Diese, warte mal, ich habe hier gerade... Mit diesem auf. Drachen da drauf vorne? Nee, bist du wahnsinnig. Nein, das waren die da... Fuego Hot Chili und Pepper Lime, die sind lecker. Boah, nein, die schmecken so scheiße. Ich habe gedacht, wie kann man so, das sind die Grünen, oder? Ja, das sind die Grünen. Boah, das ist, also die sind wirklich alle richtig beschissen. Die ja, du meinst, die schmecken scharf und sauer. Ja, ja, genau. Ist so ekelhaft. Ja, es gibt noch Blue Heat, die schmecken so, als ob du in ein Uranstück beißt. Da gibt es doch Queso Vulcano. Also Lembo, bitte, tut mir eingefallen, einmal die blaue. Probier mal die blaue Sorte. Ich glaube, gar keinen Fall. Ihr kennt doch meine Essensvorlieben. Ich bin nicht so der Chips-Typ, aber wenn ich Chips esse, dann esse ich nur Paprika. Alles andere ist für mich schon viel zu fancy. Ich könnte Werbung für die machen. Ich würde sowas machen. Ich hatte früher einen Anmachspruch. Also ich kann euch ja sagen, ist ja jugendfrei hier. Ne? Also nicht, also ist schon spät. Ja, die könnt es aber auch morgens hören. Ist egal. Also einfach ein Spruch, der auch wirklich funktioniert, dass du sowas sagst wie, ey, ich bin so scheiße im Bett, das musst du erlebt haben. Und dann wird so gekichert und denken die, scheiße, wie scheiße kann er sein? Also und wie oft hat es funktioniert? Ja, da möchte ich jetzt Chips bei mir machen, aber es funktioniert. Und das ist ja mit den Chips auch, ich könnte Werbung für die machen, weil ich sage, das schmeckt so beschissen, das müsst ihr probieren. Wirklich, also das ist wirklich eine Mutprobe. Wahnsinn. Wisst ihr, was die allerschlimmsten Chips sind, die ich jemals gegessen habe? Und zwar firmenübergreifend die Sorte Sour Cream. Sour Cream Chips. Die sind mega gut. Mag ich voll gerne. Richtig gut. Und dann immer noch Dill. Wenn ich in Dänemark bin, hole ich mir immer Sour Cream mit Dill so mäßig. Oh, also ich meine, das soll jetzt ja nicht so snobbisch klingen, aber ich glaube, du müsstest mir schon dreistellig bieten, dass ich so eine Tüte esse. Das klingt sehr snobbisch. Also ich würde, wenn du jetzt sagst, 50 Euro für so eine Tüte Sour Cream Chips, würde ich sagen, forget it, den Ärger gebe ich mir nicht. Mag ich richtig gerne. Die Truffelchips oder so, Lembo. Bitte? Die Truffelchips isst du dann lieber wahrscheinlich. Ne? Nee. Also wirklich nur Paprika. Naja. Ja, man muss einfach wissen, Lembo ist ein Mann, der hat seinen Preis. Ja. käuflich ja, schon, aber nicht billig. Aber Lembo, wenn du wirklich was Ekelhaftes essen möchtest, da gibt es so grüne Takis Zombie. Die sind ekelhaft. Da bist du kuriert. Auf keinen Fall. Meine Frau isst ja immer gern so Sachen mit Käsegeschmack und so. Und das finde ich immer schon, da sage ich immer schon, die dürfen nicht in dem Raum geöffnet werden, den ich finde. Ich mag deine Frau sehr. Ja. Nicht deswegen, sondern trotz dessen. Nein, gerade deswegen. Sie hat einen sehr guten Geschmack. Auch die Käseplatte, oh mein Gott. Oh. Jetzt sind wir natürlich etwas abgeschweift, aber der Gewinner ist ja eh nicht da. Deswegen können wir da auch ganz schnell drüber gehen. Wer hat gewonnen? Wer fehlt denn noch hier? Wer fehlt denn noch? Daniel. Daniel fehlt noch. Daniel hat gewonnen, weil er ein gestört gutes Portfolio hat. Das muss man leider so sagen. Er hat als einziger hier überhaupt gar kein Flopset dabei. Er hat 6 Volltreffer. Stark. Nur mal zum Vergleich, ich habe im zweiten meisten mit 3 und ansonsten gibt es noch 2 und 1, aber 6 Volltreffer ist natürlich erstaunlich. Sein Portfoliowert ist über 2000 Euro, also mehr als eine Verdopplung vom. Das vom krass in einem Jahr ist mega gut. Er hat im Prinzip alles richtig gemacht. Jetzt muss ich mal ganz kurz nochmal auf sein Portfolio gucken. Ja, der hat halt auch das Lamadorf. Netterweise drin, er hat auch den Dodge Charger Speed Champions drin, er hat zusätzlich auch noch den Horizon Forbidden West Langhals drin. Die Bäckerei hat er auch noch super günstig gekauft, ein Minecraft-Set, das sich gut entwickelt hat. Sogar sein City-Set, die Tierrettungsmission, ist durch die Decke gegangen, warum auch immer. Okay, er hat es auch mit 60% Rabatt gekauft, das erklärt es natürlich ein Stück weit, aber dass das jetzt fast zum UVP wieder über die Ladentheke geht, ist trotzdem erstaunlich. Er hat 2 Hogwarts-Sets, Krankenflügel und misslungener Vielsang-Treff mit sehr hohen Rabatten gekauft, die haben sich auch okay entwickelt. Also sein schwächstes Set ist der Zauberkoffer mit 150% auf den Einkaufspreis.
Harry Potter Set, aber wie gesagt, keine Flops, sehr, sehr viele, sehr starke Sets. Insgesamt ein Discount von 50% beim Einkauf, hat er auch mit Abstand am meisten Rabatt mitgenommen damals. Und hat sich wohl als nachhaltige Strategie herausgestellt, zusammen mit ein paar absoluten Glücksgriffen. Wie gesagt, dass sich der Langhals und das Lama doch so entwickeln. Wer hätte es drauf gewettet, ne? Da muss ich den Papa hier in der Runde nochmal fragen. Ich weiß, Lars, du hast letztes Jahr einen Podcast gemacht, die Top-Flops, da war der Langhals auf jeden Fall dabei. Ja, also der überrascht mich tatsächlich, weil irgendwie ja jeder den so gehypt hat, ne, und jeder auch die Figur so mega geil fand und jetzt irgendwie ja auch nochmal ein Set kommt und die Figur da wieder drin ist, sehr ähnlich. Das ist schon, das finde ich schon tatsächlich überraschend, dass es tatsächlich so abgeht. Aber vielleicht, woran mag das liegen? Ist das vielleicht eine Zielgruppe, dass es einmal alle Lego-Leute das haben und so nach und nach dann vielleicht auch einfach nur die Gamer, die einfach so dieses Spiel zocken, sich das so ein Lego-Set hinstellen oder so? Ich weiß es nicht, aber ich finde es schon erstaunlich, weil es war ja auch nie wirklich ausverkauft oder so, sondern es ging ja weg. Gefühlt hatte jeder die, also offline habe ich die auch ein paar Mal gehabt, aber ich habe so gedacht, so nee, also naja. Ja, also der Hype ist real, ne? Mhm. Ja, es gibt ja ein neues jetzt auch ab März oder so. Ja, sieht auch schick aus, also ja. könnte auch gut gehen. Dann darf jeder sein Set dem Daniel zukommen lassen. Von mir kriegt er einen Toyota Supra. Der Lars schickt einen Alpwärter. Was zur Hölle ist ein Alpwärter? Das ist ein Dreamset, oder? Kann sein. Weiß ich nicht. Wie heißt das? Der 71455 Alpwärter. Das ist ein Jago, ja. Oder? 71? Das klingt ein Jago Dreams. 71455? Ja. Ich muss mir das nur aufschreiben, also sonst vergesse ich das wieder. Das ist der Zeit. Ach doch, ist Dreams, ja, das ist der große. Der schwarze da mit dem. Naja. Ja, Stefan, keine Ahnung, hat nicht reingeschrieben, was er für ein Set verschickt. Und er ist nicht da, wir können ihn nicht fragen. Aber Kevin weiß es noch, wir haben es vorher schon besprochen. Ja, der Dodge Charger aus der Speed Champions Serie. Dodge Charger, der jetzt viel mehr wert ist. Als damals. Den hättest du mal lieber ins Portfolio gepackt, Kevin. Eben, ja. Schon noch, was du damals in den Pott geworfen hast, weil das steht bei mir auch nicht dran. Ich? Ich habe keine Ahnung. Ich guck mal, was der Keller hergibt. Ja, der Daniel muss sich keine Gedanken machen, was von Seth sich selber zuschickt. Wo bist du denn, Robert? Wo bist du überhaupt? Wie, wo bin ich? Bist du zu Hause? Nee. Doch, ich bin zu Hause. Ich kenne die Ecke gar nicht. Wo bist du denn? Du warst auch noch nie in meinem Schlafzimmer. Lass. Ah ja, okay, so weit sind wir noch nicht. Ja, ja, okay. Beim nächsten Mal vielleicht. Ich hatte das Wappen von Gryffindor, ne? Korrekt. Das sind die Gewinne, die schnellstmöglich verschickt werden wollen. Der Daniel darf da noch seine Adresse in der Gruppe schreiben. Das wickeln wir dann ab wie immer. Und dann gucken wir mal, ob er die genauso zuverlässig bekommt. Innerhalb von 12 Monaten. So, dann würde ich sagen, 2023 abgeschlossen. Ja. Wie gesagt, also das Portfolio von Daniel beeindruckend. So muss man es machen, Freunde. Die Frage ist, hat es jemand von uns dieses Jahr so gemacht? Ich weiß ja, was ihr von Portfolios habt. Ich weiß, was ich von Portfolio habe. Und ich würde sagen, nö. Ich bin auch so null stolz irgendwie. Ich habe jetzt irgendwie, ich ärgere mich jetzt so, weil ich jetzt 2 Jahre in die Röhre gucke. Ey. Oh. Magst du anfangen, Michael? Ja, mache ich. Warum weißt du jetzt schon, dass es nächstes Jahr vielleicht aufs Treppchen reicht, weil wir nur zu 14, aber nicht mehr? Ja. Oh Mann, ey, ich bin so unzufrieden mit meinem Portfolio. Liegt aber auch wieder daran, dass ich erst am Black Friday angefangen habe, dass ich vieles Vernünftiges, was bis dahin da war, liegen lassen habe. Und ich habe dann wirklich um Mitternacht gedacht, so, jetzt geht's los und es ging halt nichts. Ja, also ich habe bei Lego direkt eingekauft, 3-mal den City Bahnhof 60335.
mit dem Rabatt, ich weiß nicht, ob es 30% oder 40% waren, 40%, 40. Also für 47,99 drei Stück. Und ich habe einmal, tatsächlich hätte ich den auch mehrfach genommen, aber ich hatte ihn einmal im Warenkorb und dann ging das ruckzuck, dass der ausverkauft war. Und dann habe ich auch ehrlicherweise nur den einen angegeben, den Millennium Falcon mit 40% für 101,99 €. Und bei der, dann habe ich noch, genau, Peter Pans und Wendys Flug über London habe ich mir wenigstens noch einmal mitgenommen, weil ich das gar nicht so schlecht finde. Den hätte ich aber auch öfter gekriegt. Den hätte ich öfter gekriegt, genau. Aber ich habe dann, ich hatte dann letztendlich ja auch genug für einmal kostenlos die Weihnachtseisenbahn und einmal kostenlos den Schallplattenspieler. Ja, dann habe ich am selben Tag noch bei Alternate einmal den Ninja Flugsegler mit immerhin noch 36% oder 37% Rabatt dann mitgenommen. Dann habe ich, ja, am letzten Tag den Rest gemacht. Also das war jetzt alles Black Friday. Und dann habe ich jetzt am Cyber Monday, also jetzt quasi vorgestern, einfach noch irgendwie, hatte ich noch 600 € übrig und musste die halt irgendwie verballern. Das heißt, ich habe gekauft die 2x Architecture Singapore, die man bei Alternate kaufen konnte. Dann habe ich einmal Mos Eisley Cantina gekauft mit nur 5% Rabatt bei Pro Shop. Aber ich habe einfach an dem letzten Tag gedacht, Mist, ich muss jetzt irgendwie das Geld rausklatschen. Und dachte mir so, die wird auf jeden Fall steigen. Und ja, 5,25% Rabatt sind halt nicht sehr üppig. Ja, ja, deshalb. Also, ja. Ja, es ist, wie es ist. Das war eine Notlösung. Und dann auch nur mit 20% Rabatt habe ich mir noch dreimal die Flucht vor dem Jagdflugzeug bei Indiana Jones mitgenommen, weil ich da relativ schnell gemerkt habe, auch privat. Das wollte ich mir noch am Black Friday richtig in relativ großer Stückzahl weglegen. Ich hatte mir letztes Jahr von allen drei Indiana Jones Sets jeweils eins gekauft, damit ich schon mal eins habe, falls irgendwas Komisches passiert, und wollte dann noch total aufstocken jetzt. Es stand auf meiner absoluten Priorität 1 für die EOL 24 Einkäufe und es ist halt nichts passiert. Und man sieht, die Preise gehen schon hoch. Und dann habe ich gedacht, komm, mit 20% habe ich noch dreimal dieses kleine Ding da mitgenommen. Hätte man teilweise unter 20 bekommen vor einem halben Jahr. Jetzt habe ich halt 27,90 bezahlt. Ja, und dann habe ich mit dem restlichen Geld habe ich mir noch dreimal den Kingsley Shacklebolt Brickheads mitgenommen, weil ich den irgendwie so ein bisschen special finde, auch mit diesen pinken Haaren. Ja, ist halt ein Harry Potter, glaube ich, Brickhead, den nur absolute Hardcore Harry Potter Fans kennen. Ja. Und dann ist nicht, schon. Der ist wichtig, der ist richtig wichtig. Und dann hatte ich noch 34 € übrig, noch nicht mal. Und dann musste ich einfach noch, um Lars einen Gefallen zu tun, habe ich mir einmal noch das Trockenblumengesteck reingelegt. Du fällst genauso aus dem Maul, wie ich mit Monkey Gator früher, ja, glaube ich. Also das ist ein Kackportfolio. Also würde ich so unterschreiben. Ob es kacke ist, wird man sehen. Es ist auf jeden Fall divers, weil du hast bei 11 verschiedenen Sets 10 Themenwelten adressiert. Das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Ansonsten hat dein Portfolio eine UVP von 1.409,82 €. Das heißt, du hast mit 29% Rabatt circa eingekauft. Der aktuelle Prick-Link-Wert, so wie ich ihn ermittelt hatte, wäre knapp unter dem UVP 1.326 €. Das heißt, im Vergleich zum aktuellen Bricklink-Wert 24% Rabatt. Wird es reichen, um nicht Letzter zu werden? Wir werden es sehen. Soll ich schon sagen, was ich in den Pott werfe? Ja. Moment, muss ich die Setnummer gerade wieder raussuchen. Und zwar, ich habe die letzten beiden Male oder sogar dreimal, weiß ich gar nicht, habe ich Harry Potter Sets gehabt. Und habe jetzt gesagt, ich muss euch mal was anderes mit was anderem beglücken. Und ich habe einfach was genommen, was ich total schön finde und was ich im Prinzip den besseren Weg finde bei City, als diese Formel 1 Sets zu nehmen.
Ich habe für euch reingelegt die 60410, den kleinen Autotransporter mit Rennwagen, ohne Formel-1-Lizenz, und aber natürlich total passend zu dem, was jetzt kommt. Finde ich einfach total süß und hätte ich mich als Kind total drüber gefreut. Ein kleiner Renntruck. 60410? Ja. Das ist was anderes. Oh, warte. Wenn ich mich recht, also ich meine, ich habe das Feuerwehrmotorrad im Kopf. Warte. 60410, dann hat Amazon das... Oh, stimmt, du hast recht, da hat Amazon das falsch angegeben hier. Ja, hat Amazon einen Fehler gemacht, Lembo. Das kann nee, wirklich, doch mal passieren. Hallo, ich hab's doch hier vor mir. Also, er macht keine Fehler. Das war Amazon. Oder der Computer. Wirklich, es steht hier so. Kann ja nicht wahr sein. Also, du hast die Möglichkeit, dich zu korrigieren. Das okay. Lehrer machen keine Fehler. 60406. Aha. Jetzt gucken wir alle mal. Ah ja. Ah ja. Sieht aus wie ein Speed Champion. Ah nee. Ja, finde ich total knuffig. Ich find's hübsch. Nein, okay, ich gelogen. Ich find's nicht hübsch, aber knuffig ist es auf jeden Fall. Ja. Gut. Das heißt, wir halten fest, du bist nicht zufrieden, wie es gelaufen ist. Nee. Kevin, bist du denn zufrieden? Ja, halbwegs. Ich hatte ja wieder dasselbe Problem wie alle anderen. Was bedeutet, dass man hat... Dass dir jemand unter Waffengewalt dazu gebracht hat, die Sets zum UVP zu kaufen. Ja, ich denke, die werden sich entwickeln. Manche habe ich zum UVP gekauft, aber nicht viele. Hust, hust. Ich habe aber tatsächlich Hoffnung, dass das ein oder andere abgehen wird. Und es war ja tatsächlich so, dass 2-3 Sets richtig, richtig, richtig schön waren. Ja, wir haben am 25., wo wir angefangen haben, und so Black Friday kam halt nichts und dann kam halt nichts und dann kam halt nichts. Es ist halt wirklich, wirklich schade gewesen. Deswegen habe ich teilweise gekauft, was ich gekauft habe. Ich kann das nicht so richtig nachvollziehen, die Aussage, aber egal. Kommen wir gleich bald nachher zu meinem Portfolio. Ja, aber manches jetzt muss ich zum UVP kaufen, weil sie eben exklusiv sind. Ich habe bei Lego eingekauft und zwar ganz viel Brickheads. Und zwar Ringe-Brickheads, Gimli und Legolas, Aragorn und Arwen, Gandalf und Balrog. Jeweils 3-mal. Und damit ich noch den Weihnachts- oder Schallplattenspieler kriege, weil einen Weihnachtszug hatte ich schon, habe ich dann noch einmal die Stadt der Laternen gekauft von Monkey Kid 80036. Ja, ist ein schönes Set, kann man nichts sagen. Das nur, ist ein wunderschönes Set. Nur weil sich jetzt historisch gesehen Monkey Kid Set als absolute Sargnägel für Portfolios in diesem Spiel erwiesen haben, muss es diesmal nicht auch so laufen. Die Stadt der Laternen ist ein wunderschönes Set mit einer Schiene. Es ist ein großes Set. Es ist wie ein Mini-Ninjago City. Ich finde das Ding richtig gut. Und dann kommt noch dazu, da gibt es ja noch ein zweites Set, das man mit dem koppeln kann, um ein weiteres schönes Set zu bauen. Ich denke, im europäischen Ausland könnte das was werden. Ach, der Rabatt für die Stadt der Laternen hab ich schon erwähnt, oder? 0%. UVP. Genau, ist bei Lego. Exklusiv. Was willst du da machen? Ist halt exklusiv. Beim Brickheads genauso. Ja. Die Dinger sind exklusiv. Das stimmt. Deswegen, und ich wollte unbedingt noch die 2 GWPs mitnehmen. Vielleicht sind die noch 20 Euro wert. Also im Moment, das kann ich dir sagen, sind sie beide kombiniert circa 55,50 Euro wert, laut Bricklink. Okay, der eine gibt schon gar nicht mehr. Da hatte ich Glück, weil ich gleich im 29. morgens zugeschlagen hatte. Da gab es die alle noch. 29. ganz morgens gab es noch alles, aber manche Sachen waren schnell ausverkauft. Wobei ich alles, was ich wollte, noch bekommen habe. Gandalf und Balrog, ja. Ich wollte da noch dieses Minecraft-Ding, dieses eine Minecraft-Portal haben, das war aber ausverkauft. Aber ja, anderes Thema. Ich habe bei Lego eingekauft. Dann habe ich bei Amazon Frankreich noch den Duplo-Güterzug mitgenommen 2-mal. Da muss ich sagen, das halte ich für eine geile Idee. Ja. Oh, der ein oder andere mag munkeln, dass ich mit denen heute bei Smith Toys auch gekauft habe. Also da muss ich sagen, also erstens hast du da gut Rabatt drauf bekommen mit Amazon 46% FR, ja. Und zweitens ich glaube, diese Duplo-Sets werden gemeinhin unterschätzt. Welche Setnummer ist das? 10875. Ah ja. Da hoffe ich mal, dass da was geht.
So, dann habe ich noch was gekauft. Ein Trockenblumengesteck. Dreimal. <Yeah. lacht> Er kommt für 29,99. Schlimmer kann es nicht werden, ja. Das könnte die neue Paradiesvogelblume werden. Die lief so unter dem Radar. Dann habe ich noch den Mandalorian. Ja, die Paradiesvogelblume sah halt geil aus. Ja, das Trockenblumengesteck auch. Ich finde es auch ganz gut. Ich finde es auch nett. So, dann Mandalorischer Fang Fighter Worthless TIE Interceptor 75348 bei JB Spielwaren für 59,99 das Stück. Habe ich mir zwei Stück gegönnt. Mandalorian wird vielleicht nächstes Jahr nochmal ein Thema werden, deswegen mal mitgenommen. Das Setpreis war okay und schöne Figuren drin. Das ist auch so ein Ding. Dann habe ich mir noch Speed Champions mitgenommen. Auch End of Life, der McLaren Solus GT und F1 LM für 30 Euro bei Alza dreimal. Und bei Smith Toys war die im Rabatt die Creator 3 in 1 Burg. Die geht ja endlich End of Life. Die ist endlich weg vom Markt. Die ist weg für 80 Euro. Kann man da nichts falsch machen. Dreimal reingebastelt. Burgen gehen immer. Ich hoffe ja, dass die nächstes Jahr ein bisschen zuzieht. Ist und leider so ein typisches, jeder Hobbyinvestor hat es dreimal gekauft. Mag sein. Vielleicht wird es ja nächstes Jahr richtig gut verkauft. Ich habe es nicht. Ich habe sie tatsächlich, aber beim Langhals, naja, mal gucken. Also es ist durchaus möglich. Ich bin immer noch optimistisch. Also wir haben ja gesagt, Lambo hat mit 29% Rabatt im Vergleich zu UVP eingekauft. Du bist besser. Ich habe noch zwei Kleinigkeiten. Ich will noch ganz kurz meinen Auffüller sagen. Dann hat man noch immer Geld übrig am Ende. Was macht man da? Ich habe mir dann noch drei D&D CMFs gekauft für 3,19 Euro bei Thalia. Und dann hatte ich immer noch 5 Euro irgendwas oder 6 Euro zerquetschte. Da habe ich mir noch zwei Polybags geholt bei Alternate tatsächlich. Kais und Raptons Duell im Tempel für 2,59. Der einzige Grund war, weil da 2 oder 3 Minifiguren pro Polybag drin sind. Da konnte ich auch nichts falsch machen. Als Füller auf jeden Fall gut. Das habe ich auch als Füller. Spoiler. Wir waren beim Portfoliowert. Du hast, Lambo hat 29% gespart gegenüber der UVP. Du hast immerhin 30% gespart. Dein Portfolio-Wert ist auf Brickling 1.409 Euro gerade, also auch 30% im Vergleich zum Brickling-Wert hast Rabatt bekommen. UVP-Wert aktuell 1.434,70 Euro. Mhm. Ein Ticken über Michael. Aber das muss ja nichts heißen, weil die Wertentwicklung des Sets gilt es abzuwarten. Ich habe auch schon ein Set, das ich mit in den Pot reinlege. Und zwar ist es ein Set, das schon End of Life ist. Ich gucke gerade mal, was bei Bricklink so der Verkaufspreis neu ist. Oh, da sind wir gerade bei 40. Soll ich es wirklich reinlegen? Es geht um die 60234. Ich meine, Minifiguren sind so ein schönes Steckenpferd von vielen. Das ist das People Pack Funfair, also das Stadtbewohner-Minifiguren-Paket von 2019. Ui. Ist ja schon eine Weile End of Life, oder? Ja, das habe ich hier nur rumliegen. Dachte ich mir, das mache ich mal einen Pott rein. 3 Jahre, 11 Monate End of Life. Hat sich jetzt aber nicht bombenmäßig entwickelt. Aber schönes Ding. Ja. Darf ich noch was zu den Trockenblumen sagen? Da ihr die jetzt ja schon zweimal reingepackt habt. Also der Sinn und Zweck von diesen Lego-Blumen ist ja eigentlich, dass man sie nicht pflegen muss. Wenn ich mir Trockenblumen kaufe, dann kann ich mir auch echte Trockenblumen kaufen und muss sie auch nicht pflegen. Also. Nein, Robert, die stauben. Ja, die stauben. Ja, die stauben zum, so oder so. Zum Glück stauben Lego-Sets nie zu, wenn man sie offen liegen lässt. Genau. Nein, ich meine, die stauben von alleine, weil die zerfallen. Die bröseln so leicht und dann fällt da alles irgendwo rum. Ja, die werden auch in so einem Klarlack irgendwie noch eingesprüht oder keine Ahnung. Also ich sehe, hier gibt es vehemente Verfechter des Trockenblumengestecks und eher zweifelnde Personen. Ich habe den Sinn noch nicht verstanden. Ich zähle mich zu Letzteren, aber wir werden es sehen. Lars, warst du Team Trockenblumengesteck oder nicht? Nee, ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Also ich finde es jetzt nicht so schlecht, weil ich die Idee auch witzig finde, weil ich glaube, dieses Trockenblumengesteck ist tatsächlich weiter irgendeinen, den es davor gab, irgendein Sommerblumenstrauß oder so, weitergedacht, der dann sozusagen zum Trockenblumengesteck umgemuddelt wurde. Irgendein Blumenstrauß-Set davor soll dann das sein. Das fand ich irgendwie süß. Aber ist schon richtig Nerdwissen. Übrigens, bevor wir zu deinem Portfolio kommen lassen, noch eine Kleinigkeit ist mir aufgefallen bei der Auswertung vom letzten Jahr.
was die beiden Gewinner, also die Platz 1 und Platz 2 Mainz und Daniels Portfolio gemeinsam haben und was alle anderen Plätze dahinter auch gemeinsam haben. Wir haben keine Lego GWPs in unserem Portfolio gehabt, alle anderen Plätze dahinter sehr wohl. Also willst du mir jetzt damit sagen, dass ich quasi mit meinen Lego-GWPs, die ich dir gleich nennen werde, also auf jeden Fall schon wieder irgendwo hinten dabei bin, ne? Naja, ich meine, Kevin und Michael haben auch Lego-GWPs genannt. Und jeder, der jetzt ein bisschen aufgepasst hat, du nicht, weil du warst nicht von Anfang an dabei, aber wir haben es im Vorfeld schon diskutiert. Ich habe ja auch echt real eingekauft am Black Friday und Mitternacht bei Lego. Die Sets, die ich in meinem Portfolio habe, die habe ich mir auch so bestellt. Das heißt, ich habe die GWPs auch. Wir haben alle GWPs. Alles klar, habt ihr alle verloren? Das ich habe aber auch welche, ist alles gut. Was hast du denn sonst noch? Ja, ich habe reingepackt die 76244, dieser Miles Morales versus Morbius. Hauptsächlich aufgrund der Morbius-Minifigur, da weiß ich noch, da gab es zumindest einen riesen Hype, als dann endlich eine Morbius-Minifigur, was baut ihr denn da auseinander? Was knarzt da, oder? Achso, das war mein Stuhl, glaube ich. Ah ja, oder dein Rücken. Genau, also den habe ich auch relativ günstig geschossen, meine ich, also UVP ist 24,99, habe 11,19 Euro bezahlt, Amazon drei France. Stück, da gab es bei Amazon France eine 3-für-2-Aktion. Ja, habe ich auch. Spoiler habe ich auch. Ja, fand ich ganz gut. Ich glaube, ich hebe mich jedes Mal in meine Hand, wenn du was sagst, was ich auch im Portfolio habe. Ja, okay. Dann habe ich die 71429 Mopsy in Toads Laden. Das wird wahrscheinlich niemand von euch haben. Das habe ich auch nur drin, weil es eine persönliche Geschichte ist. Und zwar ein paar Jahre zurück. Also da, als es so losging mit diesen Super Mario Sets und so weiter. Da brauchte mein Sohn dann irgendwann einen Mopsy. Mopsy, wer es nicht weiß, ist quasi so eine weichgespülte Version von uns 80er-Jahre-Zockern. Wir haben ja Super Mario gespielt, wenn wir tot waren, waren wir tot, haben vorne wieder angefangen. Und heutzutage gibt es Mopsy, der hat wahrscheinlich auch kein Geschlecht, ist Veganer und alles. Und der, den kannst du auswählen und dann kannst du nicht sterben. Dann rennst du da rum, das ganze Spiel macht irgendwie gar keinen Sinn. Du rennst und gehst nicht tot. So. Also ich glaube, man kann irgendwo runterfallen, aber ansonsten Gegner, irgendwas da. So, und dieses Viech hat er halt gerne, oder Hasen oder was das ist, weiß ich nicht, gespielt. Und dann wollte er das auch für seine gebaute Dings da, Lego, ne, Super Mario Gedöns. Und den zu bekommen, das gab es damals nur in einem ganz großen Set und in einem, ich glaube, in diesen Sammeltüten, die man aber weder per Code noch per Schütteln rauskriegen konnte, wo das Mistvieh drin ist. Und das hat mich richtig genervt. Und hier ist halt ein Mopsy mit drin. Das ist ein kleines Pilzhaus und ein Mopsy ist dabei. Und den gab es auch, ich glaube, 50% reduziert oder so. Habe ich mir 2 Stück reingelegt. Ging leider auch nur 2 bei Toymi. Dann ging, was leider nur einmal ging bei Toymi, ist der John Deere für 19,99. Dieses kleine Technik-Set, die 42136. Der wird auf jeden Fall gut. Ja, habe ich einmal drin leider nur. Es ging nicht anders. Dann habe ich so einen kleinen, ja, vielleicht unter dem Radar-Set, weil das habe ich, das haben, glaube ich, viele nicht auf dem Schirm, die 31211, die ARAs. Denkst du jetzt so, ja, was, also baubare Papageien, aber ich habe die tatsächlich bei einem Kunden, den ich neulich besucht habe, an der Wand gesehen, habe gedacht, oh, also die machen was her, tatsächlich. Deswegen waren auch relativ günstig, ich weiß nicht, 30-40% oder so bei Amazon in Spanien. 3 Stück habe ich da tatsächlich eingepackt. Dann habe ich ein Star Wars Set, wo viele vorher gesagt haben, wenn das kommt, dann ist das nicht mehr mein Star Wars, ne? Den Sturmtruppler Mech 75370, auch relativ günstig, 3 Stück eingepackt bei Amazon Deutschland für 9,59 das Stück. Ist so der einzige Star Wars Mech, wo ich denke, so ja, irgendwie macht der Spaß, macht der Sinn. Kann man sich gerade noch so vorstellen, dass die Sturmtruppen da in so Mechs rumlaufen? Das fand ich irgendwie witzig. Dann habe ich auch ein Duplo-Set tatsächlich dabei, die 10997. Duplo Camping-Abenteuer ist das und das habe ich eingepackt. Also ich bin tatsächlich auch, Jonathan, muss ich dir beipflichten, ich kaufe schon gerne auch Duplo-Sets. Das Einzige, was mich manchmal davon abhält, ist die Größe der Kartons, weil das schon sehr viel umbaute Luft immer ist und die Dinger sehr viel Platz wegnehmen leider. Aber wenn man auf ein paar Sachen achtet,
dann sind die schon ganz gut. Und hier ist mir aufgefallen, das ist ein Lizenzthema auch. Und wir haben das erste Mal Tick, Trick und Track als Duplo-Figuren da drin und das schlaue Buch vom Fähnlein Fieselschweif. Konnte ich leider nur 2 Stück einpacken zu einem recht guten Kurs. Ich glaube, es waren auch so über 40%. 55%. Oder über 50 sogar. Für 23,84 ging leider auch nur 2 Stück. Habe ich auch in Real gekauft. Also finde ich echt gut. Dann habe ich bei Lego gekauft, ich glaube sogar zu UVP von 14,99, Frodo und Gollum. Ich bin auch der Überzeugung, dass natürlich auch alle anderen Herr der Ringe Brickheads abgehen werden. Aber wenn ich jetzt, also für den mal angenommen 1-2 Jahre weiter und wir haben ein Brickhead-Set mit 2 Brickheads von Herr der Ringe, was UVP 19,99 war und Frodo und Gollum kostet aber nur 14,99, sind auch 2 Brickheads drin. Na klar, weil Gollum ein bisschen kleiner ist und Frodo ist auch nicht sonderlich groß, aber das sieht der Kunde nachher nicht. Der Kunde, der wird die 14,99 werden mitgezogen von der UVP 19,99 der anderen, safe. Sobald die alle EOL sind, ist das völlig egal. Deswegen habe ich nur die 3-mal genommen, tatsächlich Frodo und Gollum fürs Portfolio. Habe mir einmal das NES reingepackt, weil ich es einfach ein sehr schönes Set finde auch. Ja, ist viel zu teuer, das war doch mal viel günstiger, das tut so weh, deswegen habe ich es nicht eingepackt. Weiß. Das tat mir zu sehr aber, weh. Ja, aber ich fahre ja nur auch auf so einen Tag da, begrenzt da, auf so ein paar Tage da. Habe ich übrigens komplett vergessen auch wieder da, aber ist egal. Jetzt habe ich einmal dabei, glaube ich, das habe ich die Anzahl gar nicht eingeschrieben, einmal, ja. Ja. Denn da habe ich 3-mal das GWP, weil ich da 3 verschiedene Bestellungen ausgelöst habe, 3-mal den Weihnachtszug und 1-mal bin ich wahrscheinlich, war das teurer, ne? Der Retro-Plattenspieler, 1-mal gab es den, musste man, glaube ich, über, weiß ich nicht, 200 oder so kommen. Keine Ahnung. Einmal den Retro-Plattenspieler dabei. Dann habe ich, weil ich so gucken musste, wie kriege ich jetzt die 1.000 Euro voll, schon angefangen, das sieht man. Aber hier habe ich angefangen, so wusste ich nicht mehr so genau. 71046 habe ich einmal die CMF ein Karton, die Space-Serie, weil die auch, ich glaube, 50% reduziert war bei Pro Shop. Einen ganzen Karton. Den habe ich auch. Dann habe ich das Endor-Diorama 75353. Ich finde, das strahlt tatsächlich was aus. Das mag ich irgendwie. Ich finde die UVP tatsächlich recht teuer mit 80 Euro, aber ich finde, dass du guckst es an und denkst, du bist direkt auf Endor. Ich finde es geil. Es war relativ günstig, gab in Frankreich bei Amazon eine Aktion, konntest du leider nur 2 Stück bestellen für 41,24 jeweils. Dann haben wir auch festgestellt in der Akademie, dass Harry Potter Sets sich gefühlt bedingt eignen zum Investment, das viele in den letzten Jahren, weil die sich gegenseitig kannibalisieren mit den Themen, die dann immer wieder neu aufgelegt werden, so nicht gut tun. Aber das Trimagische Turnier habe ich jetzt so, glaube ich, gab es vorher noch nicht. Dementsprechend ich fand es ganz cool. Also die Thematik wurde vorher noch nicht angegangen, deswegen habe ich es auch 2-mal drin. Und dann habe ich sogar das Dreams Baumhaus 3-mal drin. Ach du Scheiße. 3-mal sogar. Ist ein tolles Dreamset. Das ist natürlich riskant, ne? Ich weiß, aber ich habe gedacht, ich zocke einfach super gerne. Deswegen falle ich auch so oft aufs Maul hier. Aber es macht mir auch einfach irrsinnig viel Spaß. Und ich wollte irgendwas von Dreams reinpacken. Also es ist so, mein Dreams ist dieses Jahr mein Monkey Kid, wenn ihr so wollt. Ich habe halt geguckt, also ich kenne mich tatsächlich nicht sehr gut aus. Ich habe mal die ersten paar Folgen gesehen. Aber wenn ich mir das so anschaue, ist das eins der schönsten Dreamsets und ich glaube, also wahrscheinlich, ich würde tippen, das ist irgendwie so ein Mittelpunkt der Serie. Es sind viele Hauptcharaktere dabei, es ist auch einer der Hauptbösewichte beziehungsweise Gegenspieler dabei und es ist auch einfach ein schönes Set, sieht nach was aus, war nicht so super breitflächig verfügbar und gab es auch gut reduziert, ich glaube 40% bei Lego oder 30, weiß ich nicht mehr. 40 bei Lego. 40% und dann habe ich tatsächlich Peter Pan, ne, Lembo hast du auch, den habe ich 2-mal reingepackt, diese Vignette da und dann habe ich 2-mal zu UVP tatsächlich reingelegt, weil ich dann auch irgendwie das vollkriegen musste, die Postkarte Australien, da stelle ich mir, also die muss man tatsächlich sagen, die schon EOL gegangen sind, die haben sich relativ gut entwickelt und es gibt ja aktuell Australien und ich glaube Peking, die rausgehen. Und ich glaube, das ist so ein Mitbringsel für, was weiß ich, von Eltern zu Kindern, die einfach mal ein Jahr irgendwo sind im Ausland. Und ich glaube, dass sie zumindest hierzulande die Kinder eher ein Jahr in Australien sind als in Peking. Deswegen die Australien-Postkarte.
Und das Scheißhaus. Ja, das war's. Also ich oder das Scheißhaus nicht, ist da doch so werde. Hängt so ein bisschen an Dreams, ob es erster oder zweiter wird. Nein, kein Spaß. Keine Ahnung. Also ich finde es besser als die letzten Jahre, aber ich finde es immer besser als das Jahr davor. Also ich bin ja immer überzeugt. Also, ich finde es immer gut. Ich kann das auf jeden Fall sagen. Dein Portfolio hat einen UVP-Wert von 1.722 Euro, also deutlich über dem, was Kevin und Michael sich reingepackt haben. Du hast insgesamt doch mehr als solide 42% Rabatt auf die UVP und auch starke 35% Rabatt auf den aktuellen Bricklink-Wert. Finde ich, liest sich nicht schlecht. Schauen wir mal, gell? Gut, ich habe bei dir, Jonathan, was hast du denn? Ich habe schon gesagt, ich habe tatsächlich ein paar von den Sets, die du auch hast, die finden sich in meinem Portfolio auch wieder. Das ist die Lego Minifiguren Space Serie, die habe ich mir gleich, da habe ich viel Geld reingesteckt, die habe ich mir dreimal gekauft. Das ist natürlich riskant, aber schauen wir mal. Ich habe auch, wie du, das Endor-Diorama zweimal gekauft auf Amazon FR, das Trimagische Turnier von Harry Potter zweimal gekauft auf Amazon. Es ging ja immer nur zweimal. Mhm. Ich habe das Miles Morales versus Morbius Set entsprechend auch gekauft auf Amazon FR. Das sind so meine Amazon FR-Käufe. Ich habe von JB Spielwaren mit 40% Rabatt das Minecraft-Set das Skelettverlies dreimal gekauft, weil ich das cool finde und meine Jungs finden es cool und die haben Ahnung von Minecraft. Also muss es laufen, geht gar nicht anders. Sonst gibst du mal Rest. Ja, und dann habe ich relativ viel gekauft bei Lego direkt am Black Friday um kurz nach Mitternacht, nachdem mich der Algorithmus durchgelassen hat. Mich wundert es, dass es kein anderer hat, weil wir haben ja vorher darüber gesprochen, es gibt nicht so viele teure Minecraft-Zeiten, die entwickeln sich so gut. Deswegen finde ich es fast überraschend, dass kein anderer sich ein Lego-exklusives Minecraft-Set mit einem UVP von 65 Euro das Duell in der Finsternis ins Portfolio gepackt hat, weil das aus meiner Sicht ein cooles Set ist. Mit jedem. Ist das mit dem Ender-Drachen? Mhm. Nee, das ist die 21246, wenn du gucken willst. Das ist ein bisschen düstereres Set, aber... Das ist das ist so ein lustiger Golem, der spezielle Fähigkeiten hat, wo du in so einem speziellen Area bist. Mit den bedruckten Platten, also ich finde cool. Maybe I'm wrong, aber für mich hat das Set echt Potenzial. Man konnte es ja tatsächlich, als ich es bestellen wollte, war es ausverkauft. Und ein paar Tage später konnte man es auch nochmal kaufen zum gleichen Preis, aber auf Nachbestellung zum 25.02. Da habe ich mir noch zwei in den Warenkorb gepackt. Aber da war es schon unsere Aktion vorbei. Also ich habe drei bekommen. Die sind auch im Zulauf tatsächlich. Mal gucken. Jetzt ist Lars gedroppt. Ja, der ärgert sich gerade über die Minifiguren-Serie Space. Ich weiß nicht, was ihr damit wollt. Ich bin da noch ein bisschen skeptisch. Was wir damit wollen? Ja. Naja, also die waren, was war es, 50% oder so? 50%, ja. Dann zahlst du quasi weniger als 2 Euro für eine Minifigur und die haben teilweise gute Einzelteile. Ich sag nur Space Baby. Und meine Lieblingsminifigur, ich glaube aber, die wird so 5 Jahre brauchen oder so. Und dann brauchen wir die erste UFO-Sichtung. Die geht so durch die Decke. Also wirklich. Also diese eine Minifigur mit diesem grünen der ist so ein UFO-Typ mit so einem grünen Kopf, mit so einem UFO-Teil. Die liebe ich. Die habe ich mir, glaube ich, 500 Mal oder so gekauft. Nur den. Oh. Ja. Also das ist wirklich, also ich brauche nur einen so einen Freddy hier irgend so ein UFO sehen und dann sind wir alle im Hype wie in diesen Hollywood-Film und alle wollen diese Figur haben. Warte, ich war vor ein paar Tagen bei uns im Smith Toys und gehe dahin, wo die Minifiguren hängen und sehe dann schon von weitem, da hängen Kartons. Ja, die haben neue D&D-Figuren aufgehangen. Die haben noch einen Space.
Ja, nein. Ist schon nicht so erfolgreich, aber warte mal ab, bis Formel 1 kommt, da freust du dich dann über Space. Das ist leider wahr. Also ich finde halt mit 50%, dass die relativ schnell wieder UVP-Niveau erreichen dann irgendwann, das halte ich schon für denkbar. Und dann, denk auch. Darum geht es ja nur, dass innerhalb von einem Jahr sein Investment verdoppelt, dann gewinnen wir das Ding hier, wie wir wissen. Ich habe noch die 60335 bei Lego direkt gekauft. Das hat, glaube ich, Michael auch, ne? Ja. Der Bahnhof, City Set. Ja. Finde ich ein cooles Set. Ich habe die 40714 von Lego gekauft. Das ist das Karussell-Set. Hat gehört, glaube ich, zu keiner Themenreihe wirklich. Weißt du, was da das Problem wird, glaube ich? Ja. Da sucht keiner nach. Ich habe es gekauft, irgendwann wird es bei mir im Laden stehen. Ich glaube, dafür ist es mega gut. Aber es ist ein geiles Set. Ja. Aber vor allem zu dem Preis. Da sucht keiner nach. Das weiß keiner, dass es das gibt. Und dann wird es schwer, glaube ich, für dich, da, was das angeht. Mal sehen. Ja, aber ich vermute mal, das haben wir. Also ich habe die Lego-Bestellung, die habe ich auch selber gekauft. Deswegen hoffe ich da sehr drauf, dass du dich irrst und dass das Ding jetzt aus irgendwelchen Gründen durch die Decke geht. Aber ich meine, es ist ein Lego-Exklusiv. Ich meine, bei Lego zu kaufen direkt macht für mich halt genau dann Sinn, wenn es Exklusivset stark rabattiert gibt. Und das ist bei den allen der Fall. Also das Karussell ist ein Lego-Exklusivset und trotzdem, das Duell der Finchern ist auch, wenn ich es richtig weiß, auch das nächste Set, das ich reingelegt habe, kommen wir gleich dazu. Alles Exklusivset mit jeweils 40% Rabatt, da gibt es, glaube ich, keine bessere Gelegenheit, die überhaupt zu kaufen. Ich habe dann als nächstes Set die 60432, ein City Space Set, das ich persönlich ziemlich cool finde. Ist auch eher ein unbekanntes, das ist sicher richtig, unbekanntes Exklusivset. Aber ich spekuliere halt drauf, dass ein cooles Set ist und dass es nicht so viele sich weggepackt haben werden. Und ich glaube, da kannst du recht haben. Also ich habe Kunden auch, die das auch gekauft haben bei uns und aufgebaut haben und davon geschwärmt haben, ja. Bin ich da, glaube ich, echt happy damit. Zu guter Letzt habe ich noch die Speed Champions Mercedes AMG mit 40% Rabatt, das ist die 76909. Das ist kein Exklusivset, das gab es immer wieder mit Rabatt, aber das war jetzt die letzte gute Gelegenheit bei Lego. Das Ganze aufgeteilt auf zwei Bestellungen, die jeweils knapp über 250 € sich belaufen, sodass ich zweimal den Weihnachtszug und zweimal den Retro-Plattenspieler dazu bekomme. Den mir Lego dann einmal wieder ausstanden hat, aber das ist ein anderes Thema. ansonsten habe ich mir noch dreimal den Spider-Man Adventskalender reingelegt, der bei Mediamarkt super stark reduziert war am letzten Tag, 57% Rabatt. Boah. Ich finde, da kann man, glaube ich, auch nicht. Es ist kein super Adventskalender, ne? Es ist eher schwächere Kategorie, aber für den Rabatt. Da kommt nicht eine Spider-Man-Minifiguren-Serie? Im September nächsten Jahres soll die CMF mit dem Spider-Verse ja kommen. Ja, vielleicht ist das gar nicht so schlecht dann. Genau, und wer gut aufgepasst hat, weiß, ich habe auch Kai und Raptons Duell im Tempel den Jago Polybag als Füllerartikel da noch drin, um auf die 999,23 € Portfolio Wert zu kommen. Insgesamt haben meine Sets einen UVP von 1913,58 €. Das heißt, ich habe sie mit 48% Rabatt im Schnitt gekauft. Der Bricklink-Wert, der aktuelle meiner Sets, beträgt 1825 €. Also auch 45% Rabatt auf den aktuellen Bricklink-Wert. Ja, ich denke, ja, Lars und Jonathan werden es unter sich ausmachen. Ja, Lars, dein Jahr ist gekommen. Du meinst, jeder ohne Trockenblumen gesteckt. Wir schauen.
Aber ich sag ja, ne, ich lasse euch erstmal so rankommen, sage euch, guck mal, ihr schafft es auch alleine, Kinder. Los, los, guck mal. Papa ist ganz hinten. Ich kann euch schon nicht mehr sehen. Wartet auf mich. So, und jetzt seid ihr aber langsam auch stark genug. Jetzt kann ich so langsam. Ich werde noch nicht Erster nächstes Jahr, vielleicht werde ich Zweiter und dann kriegt ihr alle. Jedes Jahr. Batz, 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 batz. So müsst ihr denn sehen. Wenn ihr, dann seid ihr Flücke. Dann, ja. So. Mein Set, das ich dann hoffentlich mir selber schenken muss. Ach so, ich muss auch noch. Ist die 21253, weil wir es von Minecraft haben die ganze Zeit, das Tierheim. Was ich persönlich für ein super starkes Set halte, ist halt ein kleines Set, 20 Euro UVP. Ich glaube, das wird sich relativ schnell relativ gut entwickeln, weil da viele coole Minecraft-Viecher dabei sind. Meine Kinder haben es gebaut, fanden es großartig. Bei Minecraft habe ich ja keine Ahnung, wenn meine Kinder es cool finden, dann kaufe ich es. Ja, ich habe mir jetzt hier gar nichts überlegt, aber ich verschicke dir ja eh nicht, ist ja egal. Wenigstens ehrlich gelogen. Ey, ist euch aufgefallen, wo ich das gerade sehe? Ich bin hier bei Brickmash, gucke hier gerade, was ich jetzt sagen könnte, aber dieses Harry Potter Set, wo wir schon im Vorwege drüber geredet haben, wenn das so kommt wie auf den Bildern, die ich vorher gesehen habe, dann das ist ja wohl das hässlichste Ding. Und dann habe ich jetzt ein Designer-Video. Du meinst den Hagrid auf dem Motorrad. Und das ist so witzig. Ich hab irgendein Designer-Video gesehen, wo die Designer vorgestellt werden. Also hier, wir haben das und das und das ist die Winkelgasse dabei und alles. Und man sieht die Designer, wie die davor sitzen. Und bei diesem Set, und da wollte ich wirklich wissen, wer das gebaut hat, sieht man nur so die Arme und wie der redet. Und man sieht den gar nicht. Als wenn der gesagt hätte, ey, aber zeig mich nicht hier, komm. Schieb weg das Ding. Also das ist wirklich... Also ist schon spektakulär, muss ich auch sagen. Ja. Also das, ich meine, ich fand den Kackhaufen ja auch schon gruselig, aka die Mütze, ne, die sprechende. Aber die haben wir ganz gut verkauft, du. Und, ja. Und das Witzige ist, hat Arno noch mal erzählt, da war ich gar nicht im Laden, dann hat er den verkauft, auch, was kostet der, 100 oder so, 100? UVP haben da vom Hut, ja. Den sprechenden Hut, ne, verkauft den und erzählt ihnen, ja, und cool mit dem mit dem Sprachstein. Und die so, wie? Also die wussten das gar nicht. Also die haben diesen Hut gekauft und wussten gar nicht, dass der auch wirklich sprechen kann. Das ist schon erstaunlich dann tatsächlich. Mhm. Ja, finde ich auch. Ich finde es auch nicht nachvollziehbar, muss ich auch sagen. Finde ich gar nicht so schlecht. Ja, aber, also gut, okay. Beim Hut... Können wir darüber diskutieren, aber bei der Hackfresse auf dem Motorrad. Ja, ja. Und den der Satelliteneule. Das war geil, ist von Thomas schon ein geiler Vergleich, muss man sagen. Der Eulensatellit halt. Aber wenn wir schon bei Harry Potter sind, dann finde ich, ist mindestens auch die Anmerkung angebracht, dass das mit aus meiner Sicht nach dem Modular Building absolut geilste Set, das Anfang nächsten Jahres rauskommt, auch zur Harry Potter Serie gehört, nämlich die Microscale Winkelgasse. Wie geil ist die eigentlich? Ja. Ja, musst du Microscale halt mögen, aber ich finde es auch, sieht super aus. Meine Freundin hat es gesehen, hat gesagt, die will ich sofort haben. Dann habe ich gesagt, die kostet 200 Euro. Muss ich sofort haben. Ja, weißt du, was du kaufen musst. Also ich muss sagen, das beste Harry Potter Set der letzten Jahre war das Microscale Hogwarts. Ja. Das habe ich gebaut. Das ist ein scheiße geiles Set. Ich finde die Eule am geilsten, glaube ich. Ja, die Eule ist auch cool, aber das Microscale... Also die große, ne? Nicht die kleine. Ich wollte gerade sagen, das Fehler ist gerupft. Nicht den Dobby? Verstehe ich. Nein. Wobei der Dobby ja wohl weggeht wie geschnitten Brot, wird mir immer gesagt. Ja, das stimmt. Den finden wohl ziemlich, der findet es. Und du kannst nichts dagegen tun. Ich schwöre, ich habe im Laden bestimmt schon 10 Kunden versucht, diesen hässlichen Dobby auszureden. Vergiss es. Das ist wirklich. Aber ja, weiß ich auch nicht. Aber das Microscale Hogwarts, das hat so viel Spaß gemacht zu bauen und ich bin hyped auf die Microscale Winkelgasse. Ich finde die super schön. Also bei mir ist das ein Shut up and take my money, Kauf. Ja, kann ich verstehen. Wir müssen erstmal Jonathan danken für diese wahnsinnige Arbeit und Liebe, die du da reingesteckt hast. Vielen Dank. Ja. Also wirklich großer Respekt, tausend Dank. Ich glaube, das ist auch eine richtig geile Folge für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Stark, vielen, vielen Dank. Und ja, Lembo, wir wollten auch noch unser, das, wie hast du es genannt, gehabt?
unser die Flotten 1000. Komm. Die Flotten 1000 zum Abschluss noch machen? Warum nicht? Aber erstmal, Lars, du musst noch mal ein bisschen hier als Chefboss, du musst mal das Team ein bisschen auf Spur bringen, was darum geht hier, Podcast-Teilnahme, Projekt 1000-Teilnahme. Das nimmt ein bisschen ab hier, das wird immer dünner. Die Leute haben immer irgendwelche abstrusen Ausreden. Haben die etwa in der Vorweihnachtszeit zu viel, haben die noch ein Leben nebenbei vielleicht noch oder so? Ja, furchtbar. Und einen Job. Müssen so Sachen machen und so. Ja, es ihr Bösen, hört hin hier, macht auf laut, ihr bösen Jungs, Mädchen. Ich hätte gern Mädchen dabei, endlich mal. Kann mir eine Perücke beim nächsten Mal aufsetzen für dich. Jetzt habe ich schon so lange Haare, jetzt habe ich schon längere Haare als Arne hier, ja, früher hatte. Ja, guck mal, das zählt auch. Also ich bin mir sicher, Lars, bei deinen großartigen Anmachsprüchen kriegst du das für nächstes Jahr. Ja, und zur Not macht Kevin das Haarband auf, dann lassen wir das auch durchgehen. Naja. Gut, also die Flotten 1000, wenn ihr jetzt gerade 1000 Euro einfach nur in ein Set investieren wollen würdet, wie würdet ihr es, welches Set würdet ihr davon kaufen? Oh. Boah, ich bin so fast von unvorbereitet hier. Ich lasse euch mal was zum Nachdenken. Ich habe nämlich angefangen, da so ein bisschen Gedanken drüber zu machen. Ich nehme wieder ein Duplo-Set. Die 10875, der Güterzug. 90 Euro das Stück gerade. Ich glaube, bei Müller heute gesehen, kriege ich 11 Stück für. Da kostet einmal 140 Euro UVP. Das Ding wird einfach funktionieren. Züge funktionieren immer und das Ding läuft dieses Jahr aus. Es gibt nichts Vergleichbares aktuell und der nächste kann nur teurer werden. Deswegen gehe ich da ganz fett rein. Ich finde nichts. BTS Dynamite, das wär's doch. Ich mache meine Haare wieder zu. Das ist schwer. Ich bin auch gerade am Gucken. Also alles in ein Set, oder wie war das? Alles in eins, ja. Ich nehme das, das Batmobil, den Tumbler, den großen. Was kostet der gerade? 294 Cent. Also viermal geht er rein. Und ein bisschen. Ja, da gibt's, da gelten jetzt keine Kaufbeschränkungen von Händlern, oder? Mm-mm. Nö, einfach ein Set und feuerfrei. Die 10327, 10-mal hätte ich gern. Den Dune Atreides Royal Ornicopter. Oh, von 100er. Finde ich. Ja, gutes Set, ja. So ein Set zu dem Preis. Ja, wenn es bestellbar ist, gerade aktuell zu dem Preis, dann. Komm, Lars, hau raus. Du kannst dich letzter werden hier, ne? Ja, ich würde. Wird live einfach. Ich weiß nur nicht, wie viel das ist, ob das gerade Sinn macht. Ich bin so schlecht im Kopf rechnen. Warte mal kurz. Das werden, wie viel wären denn das? Also 1000. Zum jetzigen Preis heute, oder was? Ja. Warte, wo steht denn das hier? Steinehelden kann es ja nicht nehmen, die nehmen ja nur 7%. Mal muss ich hier 59,89. Oh, da gibt es gar keine Beschränkung. Wie viel gibt meine Kreditkarte noch her? Dann nehme ich, dann sage ich jetzt einfach mal 16 Mal, ich bin überrumpelt, 16 Mal die Verfolgungsjagd auf Endor. Ich weiß nicht, ich mag das Set. Ich finde das cool. Und wenn wir jetzt mit der Diorama-Serie weitermachen, ich weiß, das hat richtig Charakter, selbst wenn nicht. Ich finde, das ist auch so ein Standalone-Piece. Find ich richtig geil. Ist einer meiner Lieblings-Star-Wars-Filme tatsächlich. Rückkehr der Jedi-Ritter. Ja. Ist das überhaupt Rückkehr der Jedi-Ritter? Ich weiß es nicht. Das mit den Ewoks da. Bestimmt. Mark Lambo, der kennt sich aus. Ja. Irgend so ein Affen da wieder. Die durchs Gebüsch hüpfen. Also ein Tausender kann ich nicht mehr rausblasen, aber jetzt habe ich gerade für 500 Euro Dune Atreides Royal Ornicopters gekauft. Ich glaube, das gibt es gerade bei Alternate für 99 Euro das Stück. Das ist, glaube ich, Bestpreis. Ja, damit. Oh, ich würde kaufen 69. Aber der ist doch noch 2-3 Jahre auf dem Markt, oder was? Ja. Aber der, ja, wird nicht mehr günstiger.
Ich nehme 69 mal die 76914. Und zwar ist das der Speed Champion Ferrari 812 Competizione. Und zwar, glaube ich, weil alle auf den Countach gehen. Und Ferrari ist einfach eine wahnsinnig starke Lizenz. Und bei den ersten 8 Startbreiten hat der Ferrari auch ganz gut performt. Und bei den letzten 6 Startbreiten hat der Renn-Ferrari, ich glaube, es waren 488, hat auch ganz gut performt. Insofern sage ich, ja, Ferrari geht immer. Ist ein schönes Set, hat Spaß gemacht zu bauen. 43% Rabatt. Den nehme ich 69 mal für die Flotten 1000. Die Flotten 1000, ja, das ging ja flott hier. Tja, gut, ihr Lieben, ich würde sagen, wir haben jetzt hier schon, Moment, 2 Stunden 13. Wir verschieben das mit den anderen neuen Reihen entweder auf unsere Silvesterfolge oder wir machen nochmal ein Lambos Logbuch. Muss ich mal gucken. Klären wir in der Gruppe. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören, danke fürs Mitmachen. Herzlichen Glückwunsch an Daniel. Und ja, hoffentlich beim nächsten Mal wieder mit mehr Beteiligung. Es sollte eigentlich genug Werbung für die Sache sein, diese Folge. Aber ja, wie gesagt, müssen wir unseren Teamkollegen noch mal ein bisschen in den Arsch treten. Kann ja nicht so schwer sein. Die hätten ja einfach dreimal die Cantina reinklatschen können. Fertig. Ja, ja, das hätte ich auch machen können. Das wollte ich aber nicht so. Ja. Rein. Ja, besser als nichts. Ist auch eine Strategie. Na gut, also, dann würde ich sagen, wir hören uns dieses Jahr nochmal bei unserer großen Silvester-Jahresendfolge. Prost, da freue ich mich schon sehr drauf. Hoffe mit großer Teilnahme. Und dann würde ich sagen, hat Spaß gemacht. Vielen Dank euch. Und dann sagen wir alle nochmal Tschüss in die Audioaufnahmegeräte. Tschüss in die Audioaufnahmegeräte. Tschüss. Viel Segen. Ciao, ciao. Wiederhören.